Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend da draußen an den Boxen. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitoki. Ja, es ist wieder eine neue Live-Sendung hier bei uns, interaktiv. Und zu Gast ist heute der Peter Arthur Straubinger. Bekannt geworden ist Peter Arthur Straubinger durch den Film Am Anfang war das Licht. Und heute bringt er ein Thema mit, das Geheimnis des Lichts. Und freue mich schon sehr auf den heutigen Abend. Und ihr dürft natürlich, weil wir interaktiv sind, uns kontaktieren. Wie üblich ist unsere österreichisches Festnetztelefon für euch freigeschaltet mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich. Und dann geht's weiter mit 720-518-19 und die 7. Auch der Außenchat ist geöffnet. Oben rechts steht entweder registrieren mit Wunschname und eure E-Mail-Adresse. Mehr Daten erheben wir nicht. Dann steht euch der Chat zur Verfügung. Alles ist freigeschalten, nur den Chat nicht. Der Chat ist für die Live-Sendungen. Und wir werden dann eure Zuschriften gerne in die Sendung reinleiten. So, und nun gehen wir mal zum Thema das Geheimnis des Lichts. Und ein Sendetext wurde ja heute Abend mitgebracht. Das Licht des Lebens, die Lebensenergie, ist ein allgegenwärtiges und doch gänzlich ungelöstes Mysterium auf dem Planeten Erde. Die Wissenschaft kann keine einzige Zelle aus toter Materie zum Leben erwecken. Und gleichzeitig hat sie große Probleme, sich mit den Lebensenergiekonzepten des Ostens wie Qi oder Prana auseinanderzusetzen. P.A. Straubinger nähert sich dem Mysterium der Lebensenergie über die viel diskutierte Lichtnahrung bzw. die non-kalorische Ernährung. Gibt es wirklich Menschen, die ohne physische Nahrung leben können? In dieser Sendung heute Abend geht Straubinger auf weit über die Fragen der Ernährung hinaus und widmet sich den Fragen des Bewusstseins und wozu es in der Lage ist. Ein Gespräch, das bei Meditation und Intervallfasten beginnt und bei übernatürlichen Fähigkeiten enden wird. Solche, die wir nur aus Filmen kennen und solchen, die wir alle besitzen. Es gibt noch einige Links bei uns im Artikel. Dort könnt ihr auch bitte eure Kommentare hinterlassen. Die Homepage dazu noch mal kurz ist www.pastraubinger.com. Und es gibt auch eine Veranstaltung, die am 29. und 30. Juni in Salzburg ist. Da heißt es dann das Geheimnis des Lichts. Und wir werden da heute sicher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und jetzt rufe ich mal den Herrn Straubinger. Heute im Studio sehe ich schon, ist der Alexander noch da. Den werden wir gleich auch nochmal begrüßen. Und der Armin ist auch bei uns heute Abend schon. Und jetzt sage ich mal guten Abend, Peter Straubinger. Ich freue mich, dass du heute bei uns zu Hause hier auf Okitoki bist. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Peter, ich brauche ja eigentlich nicht viel fragen, wer du bist, was du bist. Vielleicht magst du doch ein paar Worte zu dir sagen, so dass die Leute, die dich noch nicht kennen, ein kleines Bild von dir bekommen könnten. Ja, die österreichischen Hörer kennen mich ja vielleicht von meiner Arbeit bei Ö3 als Filmkritiker. Ich beschäftige mich aber schon seit vielen Jahren oder eigentlich seit Jahrzehnten, muss man besser sagen, mit grenzwissenschaftlichen Themen, mit Meditation, mit Yoga. Bekannt über Österreich hinaus bin ich sicher auch mit meinem Film Am Anfang war das Licht, wo ich in 10-jähriger Recherche der Frage nachgegangen bin, ob es tatsächlich diese Menschen gibt, die von nichts oder fast nichts leben können. Diese Thematik verfolgt mich seither auf vielen Ebenen und es kommt auch immer mehr dazu. Also ich habe viele neue Erkenntnisse gewonnen, jetzt seit der Film 2010 in die Kinos gekommen ist. Er war ja damals
Der erfolgreichste österreichische Dokumentarfilm des Jahres, der international erfolgreichste österreichische Film überhaupt ist in vielen, vielen Ländern gezeigt worden. Und ja, ich habe mich weiter beschäftigt mit diesen Themen. Heuer ist mein Buch Der Jungbrunnen-Effekt, wie 16 Stunden Fasten ihr Leben verändert, erschienen. Der ist jetzt seit 3 Monaten, 4 Monaten in den Bestseller-Charts. Das habe ich zusammen mit einer Ernährungswissenschaftlerin geschrieben, mit der Margit Fenzel und mit der Nathalie Carré, wo es eben um die positiven Auswirkungen des Intervallfastens in Kombination mit Meditation geht, weil sich gerade im Bereich des Fastens ist es ja zu einem Paradigmenwechsel im Mainstream gekommen. Ja, also das im Groben jetzt. Ich mache auch Seminare und Vorträge und unter anderem auch die Geheimnis des Lichts Trilogie und das Geheimnis des Lichts Seminars, wo wir heute eben auch im Speziellen darüber sprechen werden. Ja, da kommt mir direkt erstmal die Frage, jetzt hast du schon so viel Erfahrung gesehen, habe ich ja auch im Internet schon so einiges. Gibt es wirklich die Menschen, die ohne Wasser und Nahrung leben können? Grundsätzlich muss man mal sagen, dass man das natürlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht sagen kann. Also ob jemand wie der Prahlad Jani, den ich auch am Anfang über das Licht zeige, ob der wirklich seit 70 Jahren nichts gegessen und nichts getrunken hat, kann man aus wissenschaftlicher Sicht nicht sagen. Was man in jedem Fall sagen kann, ist, dass es viel, viel länger möglich ist, als man in der Vergangenheit geglaubt hat. Also die längste Untersuchung ist am Hirattan Manek, die hat 411 Tage gedauert. Der hat in dieser Zeit nur Wasser getrunken und 19 Kilo abgenommen. Das ist jetzt auch nicht der absolute Beweis, dass es sozusagen ewig geht, aber es zeigt in jedem Fall, dass es viel, viel länger geht, als man geglaubt hat. Wenn wir diese Untersuchung ernst nehmen, dann zeigt es vor allem auch, dass die kalorische Ernährung alleine nicht ausreichen kann, um den menschlichen Körper zu ernähren. Und dafür gibt es ja sehr, sehr viel Evidenz. Vielleicht können wir da dann auch kurz drüber noch reden, eben über die sogenannte norische Ernährung, die ja Teil auch unserer Ernährung ist. Ich sage immer, in meinem Film geht es nicht darum, ob ein paar Menschen vielleicht von nichts oder gar nichts leben, sondern es geht primär darum zu verstehen, dass wir alle vom Licht leben. Und da ist jetzt nicht das elektrische Wellenspektrum gemeint, sondern das Licht des Lebens, das eben auch ein zentrales Thema heute sein wird. Das heißt, der Mensch ist doch ein Wesen, was wir noch gar nicht wissen, was für Fähigkeiten in uns stecken könnten, betont. Nicht jeder sofort hat, sondern ein Weg vielleicht in Gefilde finden könnte, wenn man sich seinen Fokus neu ausrichten würde. Die Möglichkeit würde doch überraschend sein, was der Mensch alles in sich tragen würde, könnte. Ja, der Mensch als solches ist ein faszinierendes Wesen, aber es beginnt ja noch viel, viel weiter unten. Wir bestehen aus Billionen von Zellen und jede einzelne Zelle ist ein Wunder. Also die Wissenschaft kann ja, wie du das im Sendungstext schon vorgelesen hast, die Wissenschaft kann keine einzige Zelle aus toter Materie zum Leben erwecken. Und die Frage der Lebensenergie ist eines der größten Mysterien, das wir hier auf diesem Planeten haben. Und wir bestehen aus Billionen von diesen Zellen. Und jeder einzelne von uns ist sozusagen ein Gott in einem Kosmos von Billionen von Lebewesen. Und es ist allein schon ein Wunder, dass wir leben. Und darüber hinaus ist dann unglaublich viel möglich und dieses faszinierende Potenzial und dieses im besten Sinne Wundern über dieses Mysterium, das möchte ich immer gerne vermitteln. Ja, man sagt ja auch, wir sind Wasser- und Lichtwesen, sagt man. Es würde mich mal sofort zu der ersten Frage: Was ist denn überhaupt einmal das Licht, beziehungsweise das Geheimnis des Lichtes? Grundsätzlich ist es so, dass die Physik natürlich eine Definition hat, das elektromagnetische Wellenspektrum, aber das Licht, über das wir heute sprechen wollen, geht eben weit darüber hinaus. Die Biophotonen zum Beispiel sind eben ein solcher Aspekt. Also der Fritz Albert Popp ist ja einer der Pioniere. Und der Fritz Albert Popp hat in Wirklichkeit die Forschungen von Wilhelm Reich fortgeführt. Wilhelm Reich war so der
einzige Wissenschaftler, der im 20. Jahrhundert versucht hat, die Frage der Lebensenergie in den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen, weil er sich eben gefragt hat, er war ja eigentlich Psychologe, ein Schüler Freuds, hat sich dann der Sexualforschung zugewandt und hat sich eben die Frage gestellt, welche Energie verbirgt sich hinter den Emotionen, hinter dem Orgasmus dann eben auch, und ist so dann zur Biologie, zur Biochemie gekommen und hat eben gesehen, dass diese Frage völlig unbeantwortet ist. Also wir wissen eben nicht, welche Energie die tote Materie zum Leben erweckt, und hat dann eben diese Orgonenergie postuliert, die man in etwa gleichsetzen kann eben mit dem Qi aus der chinesischen Tradition oder dem Prana aus der indischen Tradition. Und viele wissen wahrscheinlich auch, dass Wilhelm Reich, dem ist es nicht besonders gut bekommen, dass er sich diesen Fragen der Lebensenergie zugewandt hat. Seine Bücher sind zweimal verbrannt worden, zuerst von den Nazis, was noch verständlich war, weil er Jude war, und dann ist er nach Amerika geflüchtet. Und dann haben die Amerikaner, die Food and Drug Administration, seine Bücher verbrannt. Er hat sich dann geweigert, sozusagen vor Gericht abzuschwören, und ist dann im Gefängnis gestorben. Und sein Wissen hat dann eigentlich nicht verbreitet werden dürfen. Und der Fritz Albert Popp hat seine Forschungen fortgeführt, hat sich aber gehütet, das dann irgendwie mit Orgon in Verbindung zu bringen, sondern hat dann eben die Biophotonen postuliert. Also die Biophotonen, das kann man jetzt sicher so mit dem Licht des Lebens in Verbindung bringen. Also die Biophotonen sind eben eine ganz, ganz schwache Strahlung, die wir in allen lebenden Zellen finden. Das sieht man nur mit dem Restlichtverstärker. Und das Spannende an dieser Strahlung ist nicht die Quantität an Licht, die da drinnen ist, sondern die Information, die da drinnen gespeichert ist. Also es geht eben um die kohärente Information, die von der Sonne ausgestrahlt wird, indirekt in den Pflanzen und in den Tieren gespeichert wird. Und über die Nahrung nehmen wir eben dieses Licht auf. Und dieses Licht ist eigentlich das, was uns nährt. Der Fritz Albert Popp sagt eben, dass wir eben eigentlich Lichtsäuger sind. Wenn wir uns die chemische Formel von Zucker anschauen, dann können wir die aufteilen in CO2, also Kohlendioxid, und Wasser. Beides scheiden wir wieder aus. Was zurückbleibt, ist das Licht. Und das Licht ist eben der Träger von Information. Und diese Information ist eigentlich das Entscheidende, was die tote Materie zum Leben erweckt. Jetzt hast du gerade den Wilhelm Reich angesprochen, dass seine Bücher verbrannt worden sind und er nicht gerade ein leichtes Leben hatte. Ich habe auch gehört, dass man dich ein wenig angegriffen hat. Es ging da ja auch um einen Fall, wo jemand verstorben ist. Vielleicht magst du auch uns da was noch zu berichten. Ja, das sind natürlich diese tragischen Fälle, wo Menschen Selbstversuche machen. Und ich sage das ja immer, wenn ich über Lichtnahrung spreche, sage ich, bitte keine Selbstversuche, keine extremen Selbstversuche machen. Also die meisten Menschen, die ich interviewt habe, oder eigentlich alle, die das dauerhaft machen, sind sehr natürlich zu diesem Thema gekommen. Also wenn man sich selbst zwingt dazu und Gewicht verliert und immer schwächer wird und trotzdem weiterhin nichts isst, dann ist es natürlich sehr, sehr gefährlich und kann dann bis zum Tod führen. Es hat im 2017 hat es einen Fall gegeben von einem Deutschen, im letzten halben Jahr durch die Medien gegangen. Da hat es im NDR eine große Geschichte gegeben und jetzt gerade kürzlich im Profil, der Finn Bogumil Hölscher. Und das war ein junger Mann, der ist unter mehr oder weniger ungeklärten Umständen in Dominica gestorben. Offensichtlich, also der Obduktionsbericht ist ja nie veröffentlicht worden, aber offensichtlich, weil er verhungert ist oder verdurstet ist. Der junge Mann hat eine Drogenpsychose gehabt auch, was meiner Ansicht nach vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass er da nicht rechtzeitig wieder zu essen begonnen hat. Aber es ist ihm ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wenn Lichtnahrung in diesem Sinne sozusagen, dass man fast überhaupt nichts mehr essen muss oder gar nichts mehr essen muss, dann ist das etwas, was als Nebeneffekt tritt. Wenn man das jetzt wirklich sozusagen als Ziel verfolgt und seinen eigenen Körper zwingt, nichts zu essen, dann ist es natürlich gefährlich.
Es ist aber jetzt auch ein Zeichen von völligem Unverständnis, wenn man diese extremen Fälle dazu verwendet, wie es heute in den Medien oft passiert, um diese gesamte Beschäftigung mit der nonkalorischen Ernährung in Misskredit zu ziehen. Ja, genau, die nonkalorische Ernährung, das bedeutet ja letztendlich, von außen her wird was in uns passieren. Die Zellen müssen ja irgendwie anders funktionieren. Vielleicht magst du da ein bisschen drauf eingehen. Ja, also die klassische wissenschaftliche Vorstellung bezüglich Ernährung stammt aus dem 17. Jahrhundert. Der Vater der modernen Chemie, der Antoine Lavoisier, hat 1777 eben diese Idee geboren, dass die Verbrennungsvorgänge oder die Stoffwechselvorgänge in Organismen im Prinzip das gleiche sind wie die Verbrennungsvorgänge in Maschinen. Das heißt, Nährstoff, man gibt Sauerstoff dazu und dann entsteht eben Energie und Abfallstoffe. Von daher ist in den Köpfen des Mainstreams nach wie vor die Idee, dass wir eigentlich biologische Verbrennungsmaschinen sind. Und das hat eben wunderbar in diese materialistische, in dieses materialistische Glaubens Bild gepasst und darum ist es lange nicht hinterfragt worden. Obwohl natürlich, wir wissen alle, die reine kalorische Idee ist wissenschaftlich ja nicht haltbar. Also wenn ich mir die Formeln zur Berechnung des Grundumsatzes anschaue, dann stimmen die ja so nicht. Das sind statistische Mittelwerte und jeder kennt Menschen, die sehr, sehr viel essen können und nicht zunehmen und andere, die, wie es so schön heißt, das Essen nur anschauen. Und trotzdem dick werden, da sagt man dann halt, ja, die essen heimlich. Aber man kann natürlich in klinischen Studien sehen, zum Beispiel adipöse Menschen, wie viel Kalorien die zu sich nehmen und dass das hinten und vorne nicht zusammenstimmt mit der Kalorientheorie. Und das ist natürlich dann auch von den Wissenschaftlern beobachtet worden und 1973 ist dann das erste Mal in Nature, also dem bekanntesten wissenschaftlichen Journal der Welt, ein Artikel veröffentlicht worden, der hat geheißen, How much food does man require? Also wie viel Nahrung braucht der Mensch? Mit dem Fazit, man weiß es nicht, weil es einfach von Mensch zu Mensch, von Situation zu Situation so unterschiedlich ist. Und das ist dann eben genauer vermessen worden. Also wir dürfen uns in Erinnerung rufen, dass die Kalorientheorie vermeintlich Ende des 19. Jahrhunderts bewiesen worden ist, mit ganz, ganz primitiven Experimenten. Also die haben in etwa so ausgeschaut, wie man gibt eine Maus unter eine Glasglocke in Eis und schaut dann, wie viel Wärme gibt die ab, wie viel Eis wird geschmolzen und dann vorher hat man die Maus mit einem Stück Brot gefüttert und dann verbrennt man die gleiche Menge Brot und schaut, wie viel Eis das schmilzt. Und dann ist man halt in etwa so auf ein Drittel hin in die Nähe gekommen, dass das ähnlich ist. Aber wie gesagt, mit riesigen Messtoleranzen von 20, 30%. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat man dann die ersten Respirokalorimeter entwickelt, also wo man geschaut hat, wie viel Kohlendioxid gibt der Mensch ab, wie viel Sauerstoff nimmt er auf und hat dann eine theoretische Energiemenge errechnet. Und damals ist man innerhalb gewisser Messtoleranzen auf das Gleiche gekommen. Und das war eben das, was man sich erhofft hat, der Mensch ist eine Verbrennungsmaschine. Nur im 20. Jahrhundert dann mit verbesserten Techniken ist man dann draufgekommen, das stimmt überhaupt nicht. Also einer der Pioniere war da der Dr. Paul Webb, der hat ihm für die NASA ganz hochmoderne Respirokalorimeter entwickelt, weil in der Raumfahrt hat man natürlich ganz genau wissen müssen, wie viel Sauerstoff braucht der Mensch, wie viel Kohlendioxid gibt er ab, wie viel Kalorien braucht er, wie viel scheidet er aus und so weiter. Und der hat ihm die menschliche Energiebilanz ganz genau vermessen. Und dann ist er eben draufgekommen, das stimmt hin und vorn nicht zusammen. Und in den 1980er Jahren, also er hat dann eben Studien veröffentlicht, wo er ihm sagt, je genauer man misst, desto größer sind die Hinweise auf Energiemengen, die kalorisch nicht erklärbar sind. Und zwar nicht innerhalb von Messtoleranzen, sondern in diesen Studien ist ihm rausgekommen, dass bis zu 23%, also praktisch ein Viertel bei ganz normalen Menschen, der Energie in der menschlichen Energiebilanz ist kalorisch nicht erklärbar. Also sozusagen Energie,
die aus dem Nichts kommt. Und das Spannende war eben, also in dieser Studie, die ist im American Journal of Clinical Nutrition erschienen, hat er, das sieht man eben dann als Fazit, dass je geringer die Kalorienzufuhr ist, desto größer ist die Menge an dieser unmeasured energy, also an dieser kalorisch nicht erklärbaren Energie. Und das ist eben eigentlich das, was wir beim Fasten erleben. Also wenn wir fasten, dann nehmen wir in den ersten Tagen sehr, sehr schnell ab und dann flacht die Kurve ab. Also sozusagen dann stellt sich unser Stoffwechsel um und wir kriegen Energie aus einer ungeklärten Quelle einmal vorerst. Also wir können jetzt einmal sagen, auf Basis der klassischen Wissenschaft können wir einmal sagen, dass es kalorisch nicht erklärbare Energiemengen gibt. Die Frage ist jetzt, wo kommt die her? Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage, die östlichen medizinischen Traditionen wissen das ja schon sehr, sehr lange. Also man sagt eben im medizinischen Qigong, dass wir das Qi, die Lebensenergie, natürlich über die Nahrung und über die Atmung aufnehmen, aber dass jeder Mensch die Lebensenergie auch direkt aufnimmt, also über die Haut zum Beispiel. Und jetzt sagt man natürlich, oder sagt die westliche Wissenschaft, ja, das sind alles irgendwelche Pseudo-Ideen, Qi und Lebensenergie, aber wir dürfen uns in Erinnerung rufen, die Wissenschaft hat keine Erklärung für Lebensenergie. Und die Wissenschaft hat auch keine Erklärung dafür, für diese ganzen Unbekannten im menschlichen Energiekreis. Also deswegen dürfen wir uns diesen Ideen durchaus öffnen. Und in den letzten Jahren, und das ist das Spannende, sind eben auch neue Erklärungsmodelle zugekommen, wie die Energie in den Körper kommen kann. Ganz interessant. Alles ist Energie, so sagt man. Und es gibt ja auch die Kilian-Fotografie. Das heißt, wir haben einen Aurakörper, einen Torus um uns herum und ist ja auch vom Mensch zu Mensch unterschiedlich. Jetzt weiß ich nicht, ob es so von meiner Fragestellung da hereinpasst. Es war ja auch eine ganze Zeit lang so, dass man das auch gar nicht erst wahrnehmen wollte, unsere Aura letztendlich. Die Aura sagt ja auch aus über einen Menschen, ob Energieflüsse im Fluss sind oder auch unterbrochen sind. Kannst du was mit diesem Thema anfangen? Ja, absolut. Also am Anfang war das Licht, sieht man auch zum Beispiel eine Szene, wo die Sinaida Baranova, das ist eine relativ gut beleibte Russin, die sagt, dass sie seit Jahren nichts isst und nichts trinkt. Und ich habe sie gefragt, ob sie sich jemals untersuchen hat lassen. Und dann hat sie gesagt, nein, sie war nur einmal da bei diesem Arzt, der mit der Kilian-Fotografie arbeitet. Und jetzt muss man sagen, die Kilian-Fotografie ist von der offiziellen Wissenschaft nicht anerkannt. Aber sie wird, was ich sehr spannend gefunden habe, die Kilian-Fotografie in Verbindung mit einem bildgebenden Verfahren, das dann GDV heißt, wird dort in ganz normalen Polikliniken angewandt. Also es wird ihm ein Energiefeld des Menschen aufgezeichnet und das wird ihm dort zur Vorsorge verwendet, weil man eben sieht, dass wenn gewisse Schwachstellen im Energiefeld des Menschen vorhanden sind, dass sich die dann irgendwann grobstofflich manifestieren können. Und es war für mich sehr, sehr spannend zu sehen, dass wie wir dort hingegangen sind, also die Sinaida Baranova hat ein perfekt gerundetes Energiefeld gehabt und ich habe gedreht dort, also ich habe überall die Geräte hängen gehabt, weil ich war allein unterwegs. Ich habe die Kamera gehabt und das Tongerät und das Mischpult und es ist immer ein ziemlicher Stress, weil man halt man muss schauen, dass die ganzen technischen Parameter passen und dass der Ton richtig gepegelt ist und dass der richtigen Perspektive gefilmt wird und die richtigen Fragen gestellt werden und so die Energie im Raum aufrecht erhalten wird. Also es ist ein ziemlicher Stress. Und ich habe so zwischendurch, hat er dann gesagt, ob ich auch mein Energiefeld vermessen will. Und dann habe ich halt auch da meinen Finger drauf gehalten und dann ist ihm so eine Momentaufnahme meiner Aura gezeigt worden. Und da waren halt irrsinnig viele Löcher drinnen und völlig fertige Aura. Und das Spannende war jetzt, ich habe damals schon viele Jahre meditiert auch und dann hat der Arzt gemeint, ich soll mich kurz hinsetzen und meditieren. Habe ich mich hingesetzt, habe eine Minute meditiert und das nochmal gemacht. Und auf einmal war die Aura ausgebügelt. Und diese ganzen Löcher waren dann auf einmal gekittet. Und das hat mir eben eines gezeigt, zum einen, dass das GDV wirkt und zum anderen, dass Meditation wirkt. Und
Was wir mitnehmen können davon, ist, dass wir eben geistig einen großen Einfluss auf unser Energiefeld haben. Und wenn dieses Energiefeld aber dauerhaft gestört ist, dann kann sich das eben auch irgendwann grobstofflich manifestieren, weil unsere Zellen eben von diesen feinstofflichen Energien belebt werden. Und diese sogenannten feinstofflichen Energien sind eben offensichtlich so etwas wie das Bindeglied zwischen dem Geistigen und dem Physischen. Und das ist eben sehr, sehr spannend. Also das ist eben viel beweglicher als der physische Körper, der eben relativ träge ist. Und es wird natürlich auch mit den Biophotonen zu tun haben, aber da gibt's einfach noch sehr, sehr viele ungeklärte Fragen aus wissenschaftlicher Sicht, aber wir dürfen uns da eben von den medizinischen Traditionen des Ostens inspirieren lassen, weil die da einfach uns sehr, sehr viel voraus sind und wir da viel lernen können von denen. Du hast gerade nochmal die Feinstofflichkeit angesprochen. Dr. Klaus Vollkommer, sagt der Name dir was? Natürlich, also das finde ich unfassbar spannend, also dass man eben die feinstofflichen Energien tatsächlich nachweisen kann und wiegen kann. Aber vielleicht magst du kurz das erzählen. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Er hat ja eigentlich, er hat die Physik ja auf den Kopf gestellt nach seiner Untersuchung her, dass wir nachts den Körper verlassen. Mit seiner Technik hat er das ja bewiesen. Und das kann ja jeder nachmachen, indem man ein Bett auf die Waage setzt mit Kameras an allen Ecken, damit man es beweisen kann. Und wenn man in seiner Tiefschlafphase ist, sollte man bis zu 1 Kilo halt leichter werden und wenn man wieder aufwacht, bis zu 1 Kilo wieder schwerer werden. Und das hat er sich zu seinem Steppenpferd ja gemacht und hat das untersucht und seine wissenschaftliche Arbeiten nach außen präsentiert. Also im Geheimnis des Lichtseminar zeige ich ihm auch ein langes Interview mit dem vom Klaus Vollkammer, wo er eben diese Wiege-Experimente zeigt. Und er hat ja auch in Wirklichkeit die Arbeiten von Wilhelm Reich fortgeführt. Also er hat ihm damit begonnen, dass er ihm eigentlich diese sogenannten Argon-Akkumulatoren nachbaut und hat ihm geschaut, lässt sich diese akkumulierte Argon-Energie messen mit ganz feinen Waagen und hat dann einfach ein verspiegeltes Gefäß, das komplett geschlossen war, einfach geschaut, wird es schwerer oder wird es leichter? Und man hat ihm festgestellt, es wird tatsächlich schwerer, ohne dass man irgendetwas tut. Und offensichtlich ist ihm da der Nachweis, der physikalische Nachweis der feinstofflichen Energien gelungen. Wunderbar. Lieber Peter, wir haben hier Gäste bei uns. Wir wollen mal gucken, ob da schon Fragen oder Anregungen sind. Bist du dafür offen? Selbstverständlich. Ja, dann sage ich mal guten Abend Alexander bei uns in der Runde. Der Germane und Naturdesign heute aus Peru zugeschaltet, wird auch gleich noch zu Wort kommen. Und freue mich, dass ihr erstmal bei uns Gast seid. Alexander, einen guten Abend zu dir und gibt es ein paar Worte? Ja, ein herzliches Hallo und Moin Moin an dich, lieber Peter, und in die Runde. Und auch natürlich an alle Zuhörer. Ja, ich habe jetzt sehr gespannt zugehört und fand das schon mal, die Ausführungen schon mal sehr faszinierend. Gerade auch zum Thema Feinstofflichkeit. Und das ist ein Thema, das mich natürlich auch persönlich interessiert. Jetzt zum gerade eben habt ihr nochmal das Thema besprochen, zum Thema, dass der Körper leichter wird nachts, wenn man schläft. Und die Seele oder das höhere Selbst, wie auch immer, den Körper verlässt. Mir ist da noch eingefallen, da gab es doch wenn ich mich recht entsinne, in den 70ern auch so ein Experiment, das soll wohl das erste in der Art gewesen sein, wo ein Wissenschaftler eine Waage gebaut hat, die, soweit ich mich entsinne, sogar im Mikrogrammbereich gemessen hat. Und da soll es wohl so gewesen sein, dass ein Krebspatient im Endstadium wohl sich bereit erklärt hat, mitzuwirken. Der hat sich auf die Waage gelegt und man hat, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so um die 50 Gramm oder vielleicht noch mehr soll dieser Mensch dann zum Zeitpunkt seines Todes oder soll der Körper leichter geworden sein. Und zu dem Zeitpunkt soll es auch so gewesen sein, dass man
die Energie, die den Körper verlassen hat, dann auch sichtbar geworden. Also technisch sichtbar konnte man sichtbar machen. Das fand ich schon mal sehr faszinierend. Und zum Thema Lichtnahrung und Bewusstsein. Das sind diese beiden Begriffe, die mich immer wieder, die in meinem Denkprozess immer wieder zueinander finden. Weil ich denke ganz einfach, auch was der Peter auch vorhin eben erzählt hat, dass viele das ja versucht haben und auch Schaden dadurch genommen haben, muss man ja sagen, zum einen, warum macht man das einfach so? Und die andere Frage ist ja denn, es ist eine Frage des Bewusstseins, nehme ich mal an. Und zum Thema Feinstofflichkeit fiel mir noch ein, dass man ja dann auch in Bezug auf die Wissenschaft, die ja gerade die klassische Wissenschaft, die ja immer ein bisschen hinterherhinkt, da muss ich immer dran denken, sage ich ganz ehrlich, zum Thema Seele und Seelenplan, dass für viele Menschen oder viele Seelen, die im menschlichen Kleid inkarniert sind, das gar nicht vorgesehen haben und deswegen sich viele gar nicht damit beschäftigen, weil es in ihrem Plan, in ihrer Lebensaufgabe gar nicht vorgesehen ist. Und da würde ich ganz gerne mal fragen, lieber Peter, was du dazu sagst, ob du in diese Richtung auch so das so bestätigen kannst oder eben nicht. Ja, sehe ich im Prinzip genauso. Also die Lichtnahrung in der indischen Tradition, in den Yoga-Sutren des Patanjali, also in China heißt sie Bigu zum Beispiel, aber in Indien ist es immer eines der Siddhi. Also die Siddhi sind eben die übernatürlichen Fähigkeiten, die im Yoga-Pfad entstehen. Und die Siddhi sind ein Geschenk. Und ein Geschenk kann man nicht erzwingen. Und das ist meiner Ansicht nach ein großes Missverständnis, das eben oft in der spirituellen Szene, dass es da gibt, dass versucht wird, dieses Geschenk zu erzwingen. Und Patanjali schreibt ja auch, diese Siddhi sind nicht wichtig, die sind halt ein sehr, sehr interessantes Zeichen am Yoga-Pfad. Aber es gibt auch Erleuchtete, die kein einziges dieser Siddhi entwickelt haben. Oder welches ist dann auch völlig egal. Und meiner Ansicht nach hat das oft so ein bisschen was mit spirituellem Materialismus zu tun. Also, dass man eben sein eigenes Ego erhöht, weil man eben Superkräfte entwickeln will. Und jetzt grundsätzlich sind die natürlich wahnsinnig spannend, die übernatürlichen Fähigkeiten. Und ich bin ja auch überzeugt, dass jeder von uns bis zu einem gewissen Grad übernatürliche Fähigkeiten hat und mit sich bringt. Und da können wir vielleicht auch später noch drüber sprechen. Aber ich halte es sehr, sehr gefährlich, die selbst zum Selbstzweck zu machen. Und wie du auch richtig sagst, ich glaube eben auch nicht, dass jetzt jeder dafür gemacht ist, das Siddhi bis zum absoluten Maximum zu entwickeln. Also im medizinischen Qigong sagt man eben, dass das Bigu, also wie es eben die Lichtnahrung in China heißt, also Bigu heißt ohne Brot, Bigu Fu Qi, also ohne Brot und dafür nur durch Qi. Und man sagt eben, jeder Mensch lebt bis zu einem gewissen Grad von Bigu, also von non-kalorischer Nahrung. Diese Menge an Bigu ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch und kann man bis zu einem gewissen Grad auch beeinflussen, also durch bestimmte Qigong-Übungen oder durch Energieübertragungen, durch Rituale und so weiter. Also gewisses Potenzial habe ich selbst. Aber ein anderer Teil ist sogenanntes vererbtes Qi, das man halt auch mitbringt, das man bis zu einem gewissen Grad halt auch mit Genetik übersetzen kann, mit dem Seelenplan oder wie auch immer. Also ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir das nicht erzwingen brauchen. Wir haben genug Nahrungsmittel und natürlich ist es gut, wenn wir regelmäßig fasten, Intervallfasten, bewusst ernähren und so weiter. Aber es ist nicht notwendig, dass wir jetzt alle einen Lichtnahrungsprozess machen oder alle zum Essen aufhören, weil, wie du richtig sagst, das ist halt nicht im Lebensplan eines jeden Menschen. Und wer das eben ignoriert, der muss mitunter einen sehr hohen Preis dafür bezahlen. Ja.
das ist schön gesagt, auch manchmal erschreckend, wenn dann negative Schlagzeilen gekommen sind. Es gibt das Wort Sunglazing und wer Sunglazing macht, so sagt man auch, hat auch eine Wirkung. Moment, wer war das? Das war ich, das Sungazing, ja, also das der Hiraratan Manek berühmt gemacht hat. Und in am Anfang war das Licht sank der Hiraratan Manek ja auch. Das Sungazing ist eine Open Eye Meditation. Also das ist eben eine Meditation auf die Sonne. Und er sagt eben, als Nebeneffekt kann es auftreten, dass man eben weniger oder gar nichts essen muss. Aber das ist nicht der Hauptzweck. Also das ist nicht Selbstzweck, sondern der eigentliche Zweck ist eben die Meditation, die Sonnenmeditation. Und was da dann als Nebeneffekt auftritt, das ist die nicht so wesentlich und dürfen wir auch höheren Mächten. Höhere Mächten und dann warst du weg. Ja, das dürfen wir höheren Mächten überlassen oder dem Schicksal oder der Transzendenz oder wie auch immer man das bezeichnen will. Wunderbar erklärt. Ja, da wollte ich ja auch drauf hinaus im Endeffekt. Ja, ich gehe mal weiter. Der Armin ist bei uns, hier auch der Germane genannt, und sagt mal guten Abend, bist du am Mikrofon? Klar bin ich am Mikrofon, ist ein interessantes Thema. Herzlich einen schönen Abend, also wunderschönen Abend an alle, die hier an den Lautsprechern lauschen oder über den Kopfhörer. Das Thema interessiert mich natürlich brennend. Da ich ja mittlerweile sowieso den Körper ganz anders sehe wie vor einigen Jahren noch. Also ich sehe das als Torusfeld und wenn du dich mit Torusfeldern auseinandersetzt, da gibt es ja auch interessante Leute, die da die Forschung relativ tief betreiben, ist der Körper ja eigentlich hier die Verdichtung von deinem Energiefeld. Und das wird ja auch gesagt, dass wenn du Nahrungsergänzer zu dir nimmst, du hast 7 feinstoffliche Ebenen und arbeitest auf der unteren, wie soll das überhaupt was bringen? Also da scheiden sich die Geister. Ich denke, dass alles miteinander zusammenhängt und natürlich auch irgendwie eine Auswirkung von dem einen auf das andere Energiefeld hat. Und bezüglich der Lichtnahrung ist es ja so, dass ich mir denke, wenn das geht ja um Biophotonen. Also eigentlich muss das Licht ja aus uns selber kommen. Das bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt irgendwie in einem Gebiet, wo ständig Wolken sind, wo ich relativ wenig Licht abbekomme, hier auf die Sonne dann verlassen muss. Denke ich mal, dass dieses Licht eben für diese Lichtnahrung, die wir ja sowieso zu uns nehmen, der eine mehr, der andere weniger, dass das eigentlich aus uns selber kommen muss. Stimmt das so? Du hast es ja schon sehr schön gesagt, dass alles mit allem zusammenhängt. Also wir können das Stoffliche über das Geistige beeinflussen und natürlich auch das Geistige über das Stoffliche, sonst würden Drogen nicht funktionieren. Und genauso ist es mit dem inneren und dem äußeren Licht. Also es ist ein Missverständnis zu glauben, dass die Lichternährten eben von ihrer Umwelt völlig abgetrennt sind. Natürlich spielt auch das innere Licht eine Rolle, also die sogenannte Shakti-Energie ist da meiner Ansicht nach ganz, ganz wesentlich, also die Kundalini-Energie, das innere Licht, und es geht eben primär um Ordnung. Also der Dean Radin, dieser Bewusstseinsforscher, der sagt eben, was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist ein ordnendes Prinzip und wenn dieses ordnende Prinzip den Körper verlässt, dann zerfällt er sehr, sehr schnell in seine uninteressanten stofflichen Substanzen. Und wir können einerseits in uns selbst Ordnung herstellen und zum anderen können wir auch Ordnung aufnehmen von außen. Das kann über die Nahrung passieren, aber das Spannende ist eben auch, dass das eben jetzt direkt auch über Strahlung passieren kann. Und das Spannende ist eben jetzt seit 2010 am Anfang, wo das Licht in die Kinos gekommen ist, eben auch von wissenschaftlicher Seite sehr, sehr interessante Erklärungsmodelle dazu gekommen sind. Mich hat zum Beispiel 2013 ein Professor von der University of Washington angeschrieben, das hat Gerald Pollack, dass er eben von meinem Film gehört hat und ob ich ihm da englische Kopie schicken kann. Und dann hat er sich dann angeschaut und war ganz begeistert und hat dann eben gemeint, er hat eine Erklärung für mich, wie das funktioniert. Und zwar über das Körperwasser. Also die haben dort einen 4. Aggregatzustand von Wasser gefunden, der andere chemische und physikalische Eigenschaft als normales flüssiges Wasser, das ist unser Zellwasser, das ist geordnetes Wasser, strukturiertes Wasser, auch Gelwasser
genannt. Und das ist eben in der Lage, Strahlungsenergie auch aufzunehmen. Also die haben zum Beispiel auch eine Wasserbatterie gebaut dort an der University of Washington, bestehend aus normalem flüssigem Wasser und diesem vierten Aggregatzustand, und waren in der Lage, elektrischen Strom abzuzapfen. Das ist diese Wasserelektrizität, die der Viktor Schauberger beschrieben hat, schon in den 1920er und 1930er Jahren, wo er verlacht worden ist dafür, aber die eben jetzt wissenschaftlich nachgewiesen worden ist. Und der Professor Pollack sagt eben, dass dieser vierte Aggregatzustand eine Erklärung sein kann, wie die Energie, also jetzt auf physischem Niveau, in den Körper kommen kann. Und das war eben auch ein ganz interessanter Missing Link, den ich bekommen habe. Und am Anfang war das Licht, da sieht man ja diese Szene, wer sich erinnern kann, wo ich in China bin, in den Wudang-Bergen, wo es eben diese lange Tradition des Bigu, der Lichtnahrung, gibt. Und da hat der taoistische Großmeister gesagt, das Bigu soll man nur dort ausüben, wo die Qi-Felder geordnet sind, das habe ich noch verstanden, aber auch, wo es viele negativ geladene Ionen gibt. Und das ist für mich so aus dem Nichts gekommen. Das habe ich damals nicht verstanden. Und durch die Forschungen von Professor Pollack ist mir dann ein Licht aufgegangen, weil dieser vierte Aggregatzustand, unser Körperwasser, hat eben nicht nur eine andere chemische Formel als normales flüssiges Wasser, nämlich statt H2O H3O2, also hat einen zusätzlichen Sauerstoff. Und durch den zusätzlichen Sauerstoff ist dieser vierte Aggregatzustand negativ geladen. Und diese berühmten negativ geladenen Ionen nähern uns offensichtlich. Die haben wir, wenn wir einen Waldspaziergang machen. Aber wir haben sie zum Beispiel eben im Normalfall nicht in Innenräumen, wo wir eben positiv geladene Ionen haben oder die Luft aus der Klimaanlage. Und das ist eben auch eine Erklärung, warum diese sogenannten Lichternährten eben oft so underperformen in den klinischen Studien, weil wenn sie eben dort nur von positiven Ionen umgeben sind, das ist in etwa so, als würde man Segeln in einem Indoor-Swimmingpool beweisen wollen. Wenn kein Wind weht, dann kann ich ja nicht segeln. Und gleich 2014 ist eine andere Studie auch noch rausgekommen, die gezeigt hat, dass zum Beispiel die Mitochondrien, also die Zellkraftwerke, Photonen direkt in Energie umwandeln können. Also es gibt hier einerseits geistige Aspekte, und andererseits gibt es auch physische Aspekte, die da mit reinspielen. Und wie du das so schön gesagt hast, das eine beeinflusst das andere, und der geistige Bewusstseinsaspekt ist jetzt natürlich auch eine Erklärung, warum das nicht bei jedem gleich funktioniert. Aber da gibt es einfach noch sehr, sehr viele unbekannte und sehr, sehr spannende Fragen. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ja, ich denke mir, wir steigen jetzt schon ein in die Musikpause und dann wollen wir mal Naturdesign den Henning mal zu Wort kommen lassen. Du hast heute Abend Musik mitgebracht. Einverstanden? Machen wir Musik? Ja, unbedingt. Ich glaube, wir starten mit Police, oder? Da schaue ich direkt und ja, wir starten damit. Genau. Spirits in the Material World, das passt ja wunderbar zu den Themen, die wir jetzt gerade besprechen. Und zurück sind wir hier auf OKiTalk wieder in der Sendung Teil 2 Peter Arthur Straubinger. Die Homepage dazu ist www. Am Anfang war das Licht.com einmal oder www.pastraubinger.com. Und da könnt ihr raufklicken und Fragen auch an uns stellen. Ihr dürft uns nämlich anrufen. Telefon österreichisches Festnetztelefon 0043 Landesvorwahl 720-518-19 und die 7 findet ihr auch auf okitalk.com, und der Außenchat ist auch für euch offen. Ja, der Teil 2 beginnt und ich möchte natürlich Naturdesign jetzt das Wort mal erteilen. Ich habe natürlich später noch ein paar Fragen. Ich habe mir noch ein paar Notizen auch gemacht und wir werden noch ein bisschen tiefer in dem Thema heute noch eintauchen. Und jetzt sage ich nochmal einen guten Abend, Naturdesign Henning heute aus Peru zugeschaltet. Ja, schönen guten Abend. Bei mir ist es zwar erst mittags, aber
Ich freue mich, dass ihr alle an dem Lautsprecher seid und uns zuhört. Es ist eine tolle Sendung und ich habe zwar den Anfang nicht ganz mitbekommen, aber was also vor dem Lied gesagt wurde, das ist eigentlich mein Thema gewesen. Da hätte ich eigentlich viel zu sagen können und da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen zu der Wasserbatterie und auch zu dem Licht im Wasser und zu der Energie. Aber ich habe in erster Linie erst einmal eine Frage, und zwar, ob der Pastraubinger die Kultstätte Karal kennt. Nein, kenne ich nicht. Karal ist eine der ältesten Kultstätten, die es auf der Erde gibt. Und Karal ist etwa 100 Kilometer nördlich von Lima in Peru. Und die Eigenart von Karal ist, dass es dort 12 Pyramiden gibt, die in Spiralform aufgebaut sind. Und vor der Hauptpyramide in Karal befindet sich ein Stein, auf dem eine Spirale eingebrannt ist. Diese Spirale ist auch das Symbolbild oder das Symbol für Peru selber auch. Und diese Spirale ist auch das Sinnbild für das Leben und für das Licht, also für die Fortbewegung des Lichtes. Und aus dieser Kultstätte, die ich besucht habe, habe ich auch die Informationen mitbekommen, dass im Grunde genommen Lichtinformation ist. Das heißt also, eine Lichtfrequenz ist eine Information. Also rotes Licht hat die Information oder die Eigenschaft, rot zu erscheinen und hat eine bestimmte Information. Und Licht gibt es in etlichen Frequenzen und dementsprechend auch Informationen. Und ich habe mit dem Professor Dr. André Gineste, der Professor für Epigenetik und Komplexität ist, eine These aufgestellt, dass das also zu den Größenordnungen, dass also ein Atom 10 Milliarden Informationen oder Lichtinformationen enthält. Und der Jakob Lorber beschreibt, dass Atom als das kleinste Tier. Und wenn man das jetzt so zusammenbringt, dann hat also das Atom selber, die kleinste Einheit oder nicht teilbare, immer noch eine gewisse Intelligenz. Und die Lichtintelligenz ist eben die Lichtverschränkung, was eigentlich auch diese Kultstätte Karal zum Ausdruck bringt. Dass also Licht eigentlich Information und Intelligenz ist. Und ich sehe das Licht als Lichtverschränkung noch eine Stufe kleiner als wie die Quantenbildung letztendlich. Also die Lichtverschränkung von Lichtinformationen ist die Vorstufe von sich bildenden Quanten, die dann auch wieder verschränkt sind. Und Information ist letztlich ja auch das, was das Leben in einer Gemeinschaft ausmacht. Wenn wir Informationen austauschen, dann belebt das die Gemeinschaft. Und diese Informationen werden eben auch übertragen durch Licht, und weil es ist alles letztendlich Licht. Und ich selber habe auch ich trinke seit 2 Jahren mittlerweile energetisiertes Wasser. Also ich lasse über einen Sonnenkollektor Licht als Energie ins Wasser einleiten und trinke dieses Wasser. Und ich bin gesundheitlich fit. Ich bin, also Beschwerden, die ich hatte, sind alle weggegangen. Mein Zustand, also ich fühle mich gut. Und ich habe jetzt auch im Juni vor, eine Radtour zu machen über den Anden von 1300 Kilometern, nur mit diesem Wasser das zu bewerkstelligen. Ja, jetzt gibt es noch eine Frage, oder möchtest du einfach mal hören, was er sagt, der gute Peter? Ja, ich würde gerne mal wissen, was er dazu sagt. Peter, dein Mikrofon. Ja, also ich sehe das auch so. Also ich habe vorher schon auch über den Fritz Albert Popp gesprochen, der ihm sagt, im Licht, in den Biophotonen, Information verschlüsselt ist. Und diese Information ist eben das eigentlich. Und diese feinstofflichen Energien, die Biophotonen, sind eben offensichtlich so etwas wie ein Bindeglied zwischen dem Geistigen und dem Physischen. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Materie ist gefrorenes Licht. Und insofern kann ich dem absolut zustimmen.
Wunderbar. Gehen wir weiter mal zum Thema. Es sei denn, Naturdesign, gibt es bei dir noch weiteres? Anscheinend nicht. Zumindest hören wir dich nicht. Gut. Ja, ich möchte mal nochmal zu den Forschungen kommen. Es gibt ja die feinstofflichen Energien und es wird überall unterschiedlich auch geforscht. Es gibt Russland, in China und sowie auch in Amerika Forschungen, Peter. Was gibt es denn da zu forschen und wie unterschiedlich oder Gemeinsamkeiten gibt es denn da in den Forschungen? Ich glaube, du sprichst jetzt die Psi-Forschungen an, oder? Die vom chinesischen und vom US-Militär und von den russischen Militärs gemacht worden sind, oder? Genau. Entschuldigung, wenn ich mich nicht so gut ausgedrückt habe, genau. Ja, also das werden wir eben auch im Seminar in Salzburg zeigen. Es war unglaublich spannend für mich damals auf meiner Recherchereise mit diesen Themenbereichen Kontakt zu kommen. Also ursprünglich war ja mein Plan, weil am Anfang war das Licht, dass sich die Thematik viel, viel weiter öffnet. Weil mir ist es ja nicht drum gegangen, dass ich jetzt nur über Lichtnahrung rede oder Essen oder nicht Essen, sondern ich sage immer, ich hätte den Film genau mit der gleichen Botschaft über Telepathie oder über Geistheilung oder über Homöopathie machen können, mit genau der gleichen Aussage. Und ursprünglich wollte ich eben am Ende das Thema viel, viel breiter machen, weil ich eben so viel spannendes Material noch gefunden habe. Und eine der spannendsten Reisen war eben nach China. Ich habe in Berlin damals, also wer sich daran erinnert, da gibt es ja diese Szene mit dieser Qigong-Meisterin, mit der Tian Ying, die diese Energieübertragungen macht. Und die hat mir eben erzählt, dass in China das chinesische Militär sehr umfangreiche Studien mit hochbegabten Kindern und Qigong-Meistern gemacht hat, also die übernatürliche Fähigkeiten haben. Und das hat für mich so geklungen wie X-Men, also wo man eben hochtalentierte Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten in wissenschaftlicher Umgebung untersucht. Und sie hat mich eben mit drei Professoren in Verbindung gebracht, die in den 70er und 80er Jahren bis Mitte der 90er Jahre daran geforscht haben. Und die haben mir eben ihr Material gezeigt, das verschwunden ist in irgendwelchen Archiven in Peking, das aber sie noch ihrem Computer gehabt haben, und ich habe das abfilmen können. Das werde ich dann auch in Salzburg zeigen. Und das ist unglaublich. Also was man da sieht, Telekinese und Teleportation. Und es war nur so, dass wir haben das deswegen in den Film selbst nicht reingetan, weil wir in den Test-Screenings dann gesehen haben, dass das den meisten Menschen einfach zu viel ist. Weil die haben dann natürlich gesagt, als hätte ich schon fast dran geglaubt, dass Lichtnahrung gibt, und jetzt kommst du mal mit Teleportation und Telekinese. Und natürlich kann man all diese Dinge faken. Aber im Zusammenhang, wenn man eben weiß, dass sich da viele wissenschaftliche Institute mit diesen Themen beschäftigt haben, dann kriegt es eine Glaubhaftigkeit. Und auch wenn man dann eben versteht, dass eben die physische Materie ja nicht so fest ist, wie sie uns erscheint, dann wird das Ganze verständlicher. Also der Max Planck sagt ja, als Wissenschaftler, der sich sein ganzes Leben lang mit der Erforschung der Materie beschäftigt hat, kann er so viel über Materie sagen: Materie als solches gibt es nicht. Wir müssen dahinter einen bewussten, intelligenten Geist vermuten. Dieser Geist ist die Matrix aller Materie. Also diese Festigkeit der Materie ist eine Illusion unserer Sinne. Weil eigentlich ist es nur Vakuum, es ist schwingende Energie, oder wie eben der David Bohm, ein Schüler von Albert Einstein, sagt, es ist gefrorenes Licht, Materie ist gefrorenes Licht. Und wenn uns jetzt bewusst wird, dass das eigentlich nur schwingende Energie ist, dann werden plötzlich diese ganzen verrückten Phänomene wie durch die Wand gehen und Teleportation zumindest im Ansatz einmal verständlich. Und es gibt ja diesen Film Männer, die auf Ziegen starren, mit George Clooney, den sicher einige gesehen haben.
Und im Normalfall, wenn man den Film sieht, dann denkt man sich, denen ist da, den Drehbuchautoren ist da ein bisschen die Fantasie durchgegangen, aber für mich war das unglaublich lustig, weil ich eben mit diesen ganzen Leuten gesprochen habe, eben auch mit den Forschern von Project Stargate in den USA, die eben dann auch in den 70er Jahren begonnen haben, das zu beforschen, weil sie eben gesehen haben, dass die Russen und die Chinesen in diesem Bereich forschen, und dann haben eben auch die Amerikaner begonnen, ein Forschungsprojekt zu starten, das Project Stargate, wo eben sogenannte Psychic Spies ausgebildet worden sind mit Remote Viewing. Das werde ich auch in Salzburg zeigen, also das zumindest was veröffentlicht worden ist. In den 90er Jahren ist ja ein großer Teil dann declassified geworden. Und allein das Material, das veröffentlicht worden ist, ist unfassbar. Und ich habe dort eben mit beiden Direktoren gesprochen. Und der Hal Puthoff, der eine der beiden Direktoren, den habe ich eigentlich einmal interviewt zu Freier Energie, aber dann eben auch zu diesen Forschungen von Project Stargate. Und ich habe ihn gefragt, weil wenn man nachschaut auf Wikipedia, wenn man eingibt Project Stargate, dann steht dort in etwa so, ja, das amerikanische Militär hat 2 Jahrzehnte geforscht und es ist nichts rausgekommen. Und ich habe ihn dann eben gefragt, ob das stimmt, ob das tatsächlich das Ergebnis dieser Forschungen war. Und er hat mir dann angelacht und hat gesagt, ob ich im Ernst glaube, sozusagen, dass das amerikanische Militär da viele, viele Millionen von Dollar an Forschungsgeldern investieren würde in Forschungen, die sich über Jahrzehnte gezogen haben, wenn da überhaupt nichts dran wäre. Und er sagt ihm, jeder, der sich ernsthaft mit Remote Viewing beschäftigt, weiß, dass es existiert. Und jeder, der sich nicht ernsthaft damit beschäftigt, weiß, dass es ein Blödsinn ist. Und wenn man sich dann eben allein schon die Declassified-Ergebnisse anschaut, dann weiß man einfach, da ist was dran. Und das Spannende ist eben, dass wenn wir uns diese übernatürlichen Fähigkeiten anschauen, dann gibt es ja ganz klare wissenschaftliche Belege, dass die existieren. Also der Emit Goswami, ein berühmter Quantenphysiker, sagt ja, die übernatürlichen Fähigkeiten erfüllen alle Kriterien der Wissenschaftlichkeit, bis auf das der strikten Wiederholbarkeit. Also sie lassen sich eben nicht immer wieder gleich wiederholen, von jedem Menschen gleich. Und das ist dann für die klassische Wissenschaft das Ausschlusskriterium. Nur wenn wir in den Bereich der Quantenphysik gehen, dann ist es ja auch so, dass ein Uranatom zerfällt niemals gleich. Und in der Quantenphysik weiß man eben, dass gewisse Vorgänge lassen sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass sie passieren, aber sie können auch ganz anders passieren. Und bei diesen sogenannten übernatürlichen Fähigkeiten dürften wir eben genau in so einem Bereich sein, die eben nicht immer gleich passieren und manchmal auftauchen, manchmal nicht auftauchen. Nur das heißt jetzt nicht, dass sie nicht existieren, sondern einfach nur, dass sie eine andere Klasse von Phänomenen sind als diese klassisch kausalen Phänomene. Ja, das hast du schön ausführlich gesagt. Ich gehe nochmal Richtung Alexander und frage mal Alexander ein paar Worte zum Gesprochenen. Ja, habe ich tatsächlich. Zunächst einmal wollte ich sagen, lieber Peter, du hast vorhin den Begriff spiritueller Materialismus geprägt, und den fand ich so gut, habe ich mir gleich aufgeschrieben. Neulich hatten wir in der Sendung auch den Begriff Empathie-Defizit-Syndrom, fand ich genauso gut. Musste ich mir auch gleich aufschreiben. Zum Thema Materie fiel mir noch das Zitat ein von Professor Hans-Peter Dörr, der ja gesagt hat, ich habe 50 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass es Materie gar nicht gibt und dass Materie in Wirklichkeit nur komprimierte Energie ist. Je komprimierter die Energie, umso fester der Gegenstand, so ungefähr. Und jetzt würde ich dich ganz gerne mal fragen zum Thema, ich glaube, das fällt in den Bereich Epigenetik, also zum Thema Doppelhelix. Könnte es vielleicht sein, weil ja auch ja, in der spirituellen Szene ist ja auch so das Wissen im Umlauf, dass ja der Mensch in Wirklichkeit gar keine 2 DNA-Stränge hat, sondern in Wirklichkeit 12 DNA-Stränge. Und dass 10 DNA-Stränge deaktiviert wurden vor langer, langer Zeit auf künstlichem Wege.
Und wenn dem so wäre, also ich meine, das Einzige, was mir da noch zu einfällt, ist ja der Begriff Junk DNA, also DNA-Müll, der ja mal geprägt wurde, weil die lange Zeit die Wissenschaft ja damit nichts anfangen konnte, dass das vielleicht in Wirklichkeit nur deaktivierte oder schlafende DNA-Stränge sind. Könnte es vielleicht sein, dass es diese DNA-Stränge wirklich gibt? Und was würde passieren? Also ich sage das immer so, also ich bin da, ich sage das ganz klar, ich bin der Überzeugung, dass das stimmt. Und ich denke mir ganz einfach, wenn nur 5 dieser DNA-Stränge aktiviert werden würden, auch abrupt, dass denn viele glauben denn ja, dass es denn so passiert, dass wir denn plötzlich über Telekinese, Telepathie und Heilkräfte und was weiß ich nicht verfügen. Aber ich glaube eher, dass es dann so sein wird, dass denn, dass viele, wenn das so wäre, da bei vielen Menschen, dass denn das Gehirn durchbrennt und die Menschen verrückt werden und durchdrehen, weil das Gehirn gar nicht in der Lage ist, die Menge an Informationen und vor allen Dingen auch die energetische Qualität der Informationen gar nicht verarbeiten könnten. Und dementsprechend ist das so wichtig, dass auch nicht bei jedem das so sich schnell entwickelt, sondern das sind ja Informationen, die sich auch ins morphogenetische Feld einspeisen und dementsprechend braucht es halt seine Zeit, bis es auch andere Menschen erreicht. Aber ich würde dich gerne fragen, eben zum Thema DNA-Stränge, ob was du dazu sagen kannst, ob du dem zustimmst oder doch eher nicht. Ja, also ich sehe das ein bisschen, ich finde die DNA und die Genetik ist ein bisschen ein Fetisch. Also ich hänge da den Ideen von Rupert Sheldrake eher an, der eben sagt, die Genetik und die DNA, das sind eigentlich nur Matrizen, um Eiweiße zu reproduzieren. Und die sind natürlich auch wichtig, dass sozusagen der Baustoff gut ist. Aber das Spannende ist eigentlich der Plan des Architekten und wie das Ganze zusammengesetzt wird und dass das aus dem Feld kommt. Und eben wenn man sich anschaut, was man bislang oder die Hoffnungen, die in die DNA gesteckt worden sind, die sind ja dann speziell Ende der 90er Jahre alle verworfen worden, weil ihm offensichtlich die wirklich spannenden Informationen aus dem Feld kommen. Ja, andererseits bin ich eben auch ganz bei dir, wo du sagst, dass gewisse Informationen einfach für manche Menschen zu viel sind. Also ich kenne das jetzt im Speziellen im Zusammenhang mit diesen spontanen Kundalini-Erweckungen. Also meditiere schon sehr lange, ich bin ein yogischer Flieger und in diesem Zusammenhang gibt es dann eben auch immer wieder so spontane Kundalini-Erweckungen, die bei Menschen, also wo eben die Kanäle nicht frei sind, dann eben zu psychotischen Schüben führen. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Also insofern bin ich da großer Anhänger von einer natürlichen, langsamen Entwicklung und wo es immer überhaupt nicht drum um einen Wettbewerb geht und wer entwickelt mehr Fähigkeiten und wer ist schneller erleuchtet. Und ich finde, jeder hat seinen eigenen Weg und seinen eigenen Plan. Und in der Bhagavad Gita ist ja das auch sehr schön beschrieben, dass jeder Mensch seinen eigenen Lebensweg hat. Und es muss nicht jeder Mensch ein Mönch sein oder ein Erleuchteter, sondern jeder hat seinen Platz in dieser Welt und es ist entscheidend, dass er den gut ausfüllt und nicht irgendeinen anderen. Ja, Naturdesign, bitte. Ja, also zu der Epigenetik kann ich ein eigenes Erfahrungsbeispiel nennen. Und zwar ist mir in den Nazca-Linien ein epigenetisches Phänomen passiert, dass ich also in den Nazca-Linien etwas erkannt habe und auch gespürt habe, wie Energien mich umprogrammiert haben. Ja, kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Oh, das würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Versuch's doch mal mit ein paar Worten, vielleicht geht's. Ja, das ist, dass gewisse Dinge, die ich vorher gedacht habe und auch gefühlt und gespürt habe, auf einmal weg waren und ganz andere neue Sachen da waren, die mein Wissen und mein Sehen auch unheimlich erweitert haben. Aber ich habe richtig gespürt, wie es an meinem Körper gekribbelt hat, an verschiedenen Stellen
stellenweise, also ja, wie so kleine Orgasmen an verschiedenen Stellen nacheinander, was mit mir passiert ist, als ich diese Erkenntnis hatte, dass also Materie eben nur Lichtfrequenz ist und nicht Materie ist. Ja, also ich sehe das auch so, dass wir eben einerseits innerlich Ordnung herstellen können, eben dieses innere Licht, Erweckung des inneren Lichts oder der Lichtschlange oder wie sie auch heißt, aber dass das natürlich auch von außen kommt. Also wir sind nicht abgetrennt von unserer Umwelt, wir sind zutiefst verbunden und ich finde eben gerade in der Meditation ist es immer ein wunderbares Erlebnis zu sehen, wie man eben mit anderen verbunden ist. Also wie gesagt, ich bin zum Beispiel eben auch yogischer Flieger und diese Flugsutren, kannst du alleine dahin denken, was du willst, es passiert überhaupt nichts. Erst in der Gruppe dann passiert das und wird diese Kundalini-Energie aktiviert, weil wir eben so stark verbunden sind mit unseren Mitmenschen, mit unserer Natur. Und das war für mich eine ganz, ganz essentielle Erfahrung. Also, dass das eben keine Idee ist, weil das ist jetzt natürlich einmal prinzipiell eine sehr schöne Idee, dass wir verbunden sind, die ich jetzt glauben kann oder nicht. Aber das tatsächlich zu erfahren, verändert natürlich dann auch meine Welt, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns einredet, wir sind abgetrennt im Prinzip und wir müssen halt schauen, dass wir möglichst viel für uns rausholen. Und das führt dann eben auch zu diesen Katastrophen, die wir haben auf der Welt, weil halt jeder möglichst auf seinen eigenen Vorteil schaut, weil halt die Maximierung des Eigennutzens so das höchste Ziel ist, das wir haben. Wo es dann halt Spieletheorien gibt, die halt sagen, ja, man muss schon ein bisschen auf die anderen schauen auch. Aber es ist ganz was anderes zu verstehen, dass ich essentiell mit meiner Umwelt verbunden bin, weil dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, meiner Umwelt zu schaden, sondern ich bin einfach Teil dessen und das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und das war eben auch eine so dieser Botschaften, die ich mit am Anfang war das Licht am Ende vermitteln wollte, dass wir eben in einem Feld leben, in einem gemeinsamen, das wir uns teilen. Und gerade in der Meditation spürt man das eben auch ganz, ganz stark. Also auch wenn man zum Beispiel das EEG von Meditierenden misst und wie sich das synchronisiert. Und ja, in Salzburg werden wir da ja auch ein bisschen was zu diesem Thema machen. Ja, da gehen wir auch noch drauf ein, auf den Salzburger Kongress, der da noch bald stattfinden wird, hast du ja auch angekündigt. Für mich ist eine Frage, Peter, wir Menschen, wir haben ja früher die Hexenverbrennung gehabt. Es gab sicherlich Zeiten, wo die Menschen spirituell schon viel, viel weiter waren. Heute haben wir einen Leistungsdruck. Würden wir eine Umfrage starten, was Materie ist, ne, würden alle sagen, hart, ne, das ist Materie und die Menschen sind meines Erachtens zu wenig aufgeklärt, beziehungsweise die Themengebiete werden da, meine ich schon, nicht wirklich ernst genommen. Jedoch kann man sagen, einen offenen Geist zu haben, mich interessiert alles, heißt ja nicht, dass ich mich mit allem auskenne, jedoch die Spielfelder des offenen Geistes, des offenen Themengebietes an sich heranzulassen, jeder entscheidet ja für sich, sollte man doch viel mehr in die Förderung bringen, in der Gesellschaft, unter den Menschen, jetzt nicht nur jetzt bei uns, sondern gänzlich weltweit. Absolut. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das materialistische Glaubenssystem auch als Glaubenssystem erkennt, weil das materialistische, das mechanistisch-materialistische Denksystem wird uns als Wahrheit verkauft. Und das sind ja die aller gefährlichsten Glaubenssysteme, die sich selbst als Wahrheit sehen. Und das erleben wir eben auch gerade in vielen Diskussionen, wenn es jetzt gerade wieder um Homöopathie geht. Da wird dann eben gesagt, das ist Pseudowissenschaft und das wird dann aus der Universität entfernt. Und den einzigen Professor, den wir gehabt haben zu Homöopathie, wird entfernt. Und jetzt
weiß ich auch nicht genau, ob Homöopathie jetzt wirklich nur der Placebo-Effekt ist oder nicht, aber allein der Placebo-Effekt ist der Beweis für Geistheilung für mich. Aber es wäre wichtig, das zu erforschen. Und gerade in den Bereichen, wo es wirklich spannend wäre zu forschen, die aber dem materialistischen Glaubenssystem widersprechen, die werden ganz massiv bekämpft. Und ja, da sehe ich tatsächlich Parallelen, wie du gesagt hast, eben zum Mittelalter oder zur katholischen Kirche, wo eben auch die Ketzer verbrannt worden sind. Das hat sich halt jetzt verlagert auf eine virtuelle Ebene. Jetzt wird halt im Internet geflamed, wie es so schön heißt, und der Ruf zerstört. Und Menschen, die sich speziell im akademischen Bereich damit auseinandersetzen, werden tatsächlich entfernt. Also drei der Professoren, die ich interviewt habe, haben mittlerweile ihre Lehrstühle verloren, weil sie eben in ihren Forschungen über das materialistische Denksystem hinausgehen. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich und war mir, bevor ich mich mit diesen Themenbereichen beschäftigt habe, so gar nicht bewusst. Ja, das sehe ich ja auch als Philosophie. Ohne Philosophie würde der Mensch ja auch gar nicht da sein, wo er ist. Und das ist sehr ein wichtiger Baustein, die Philosophie. Und das heißt ja auch offener Geist. Philosophieren ist einfach was Bereicherndes, so sehe ich das. Wir haben die Burgi Sittlack heute hier bei uns zu Gast, ist gerade reingekommen und ich sage mal einen guten Abend, Burgi. Ja, hallo, guten Abend. Ich traue mich fast nicht sprechen, weil ich ein kleines Problem mit meinem Computer habe. Hoffentlich falle ich nicht raus. Ich möchte was dazu sagen, Klaus, weil du vorher über die Hexenverbrennung gesprochen hast. Also ich persönlich habe vor 21 Jahren den Lichtnahrungsprozess gemacht. Ein Jahr lang nichts gegessen, weil ich wissen wollte, funktioniert oder funktioniert es nicht. Und habe dann auch ein paar Mal die Jasmo hineingeladen nach Salzburg für Vorträge. Und es hat gar nicht lange gedauert, bin ich vor der Sektenkommission in Salzburg gestanden, um Rechenschaft abzugeben, was denn das für gefährliches Ding ist, was da kommt. Also das war vor über 20 Jahren. Inzwischen, glaube ich, hat sich schon sehr, sehr viel getan auf diesem Gebiet und ist auch schon sehr viel Aufklärung geleistet worden, was mich sehr freut. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt. Dankeschön, dass du das mit hier beigetragen hast. Burgi, du organisierst ja jetzt, bist du ja gerade da mit dem Peter Straubinger einen Kongress. Vielleicht magst du noch ein paar Worte auch dazu sagen. Das passt, denke ich, jetzt auch gut. Na, jetzt kannst du nicht reden. Doch, da ist er. Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass der Peter Ende Juni nach Salzburg kommt und im Rahmen meiner Prana-Schule eben sein zweitägiges Seminar hält. Es wird sicher hochinteressant werden. Für mich auch doppelt interessant, weil ich ja vor 26 Jahren die Prana-Schule gegründet habe, als erste Schule dieser Art der Energiearbeit, um gesund zu bleiben und gesund zu werden, Arbeit mit dem Licht. Und das ist also das zweite Standbein. Man kann sich von Licht ja nicht nur ernähren, wenn es passt. Oh, man kann ja mit Licht auch sehr viel für seine Gesundheit, für sein Gesundbleiben beitragen. Also freue ich mich total, Peter, dass du kommst. Und ich denke, wir werden ein wunderschönes Wochenende und ein sehr interessantes Wochenende gemeinsam erleben. Absolut. Ich freue mich auch schon sehr, vor allem, dass du das veranstaltest, weil es sind ja tatsächlich eben natürlich Themen, die aufregen viele Menschen und ich erfahre das ja immer wieder, wie dieses Thema emotionalisiert und es in beide Richtungen, also das war ja auch schon beim Anfang war das Licht so, dass ich unglaublich viel positiven Zuspruch bekommen habe, aber von kleinen Gruppen eben auch ganz, ganz starke Ablehnung. Aber jetzt auf einer Metaebene gesehen, hat man in beides gezeigt, wie viel da in Resonanz geht und wie stark dieses Thema muss, dass es zu dieser Emotionalisierung kommt. Und wenn man sich dann eben bewusst damit auseinandersetzt, dann sieht man eben, es gibt keinen Grund, sich davor zu fürchten. Der einzige Grund, warum sich halt manche Leute davor fürchten, ist halt, weil ihr eigenes Glaubenssystem da aufgerüttelt wird. Und ich finde es immer ganz, ganz entscheidend zu sehen, wie wenig wir wissen. Weil dann
können wir uns auch neuen Dingen ganz entspannt widmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles glauben müssen, aber dass wir Dinge ausprobieren dürfen. Und ich versuche eben die Menschen auch immer wieder zu ermutigen, ihren eigenen Erfahrungen zu vertrauen. Und da hilft natürlich schon auch immer, wenn man den Kopf beruhigt, also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um übernatürliche Fähigkeiten geht, die jeder von uns hat, also keine Ahnung, so etwas wie, ich habe jetzt gewusst, dass du mich anrufen wirst, dann ist die klassische Erklärung, naja, das denkst du 100 Mal am Tag und gerade jetzt, wo es passiert, merkst du das halt. Aber solche Dinge kann man ja mit wissenschaftlichen Standards erforschen und dann sieht man, ja, das existiert sehr wohl. Und wenn wir uns einmal erlauben, diese Erfahrungen zuzulassen, dann können wir auch bewusster damit umgehen und die vielleicht auch verstärken. Und das ist ihm auch so eine meiner Botschaften, wo wir dann eben auch ein bisschen spielen möchten an diesem Wochenende am 29. 30. Juni, dass wir eben unsere Fähigkeiten ausbauen dürfen und ihnen auch vertrauen dürfen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was die Glaubenssätze betrifft. Und das fängt bei den Kleinigkeiten schon an, wie du sagst, dem Anrufe und so weiter. Meine Motivation, damals den Lichtnahrungsprozess zu machen, war eben mit Glaubenssätzen aufzuräumen. Denn es ist ja einer der stärksten Glaubenssätze, dass man uns erklärt, dass wenn man nichts isst und trinkt, dass man stirbt, ist ja nicht so. Natürlich ist die Lichtnahrung nicht ein Weg für jeden. Es gibt viele spirituelle Annäherungen. Man muss ihn auch nicht gehen und wenn, muss man ihn sehr achtsam gehen. Aber es ist ein sehr, sehr faszinierender Weg. Und schön, dass du diesen Film drüber gemacht hast. Ich kann mich erinnern, ich habe ihn 2010 in Wien gesehen, als ich da Bruce Lipton organisiert habe. Und Bruce Lipton spricht ja auch sehr viel über die gemeinsamen Felder. Wer da Interesse hat, findet viel, viel auf YouTube. Super, Burgi. Mir fällt immer wieder auf, der Mensch lässt sich immer wieder, ich sag schon bald, jagen von der Angst. Angst, Unsicherheit und Abhängigkeiten. Und daher, denke ich, ist die Situation so, wir leben im Außen in der 3D und es gibt Strukturen und wir haben die Abhängigkeiten durchs Finanzsystem geschaffen und dementsprechend sind vielleicht diese Menschen vielleicht auch so in der Tiefe unserer Thematik heute. Jedoch, sie wollen nicht, dass dieses globale Erwachen möglicherweise entstehen kann. Und daher haben wir auch die Ängste und die Menschen, die schnell zeigen und verurteilen. Peter, die Menschen sind doch in einem Entwicklungsstadium. Ich meine, wir sind ja auch nicht von heute auf morgen da gestanden und waren da. Es gab über die Jahrhunderte auch immer wieder Zerstörungen und dementsprechend hat sich der Mensch zu dem heutigen Ist-Zustand geformt. Jedoch heute in der heutigen Zeit 2019, dank des Internets und so weiter, lernen wir und verstehen wir wieder mehr. Und jetzt stehen wir natürlich wieder in einer Wende, 2019, wo man, ja, wenn man in die Politik schaut, wieder Ängste bekommt, weil der eine mit dem anderen wieder Drohungen aussetzt. Das heißt wieder Unterbrechungen in unserem, ja, Entwicklungszustand. Dürfen wir nicht langsam mal uns öffnen? Und erkennen tun doch viele Menschen schon heute, dass das Materialistische nicht das A und O ist, jedoch das Ego. Wir haben es heute angesprochen, es wird ja gestärkt und gestärkt und ich hoffe, meinem Ego hat ja nicht nur Vorteile. Eine Gemeinsamkeit als statt Einsamkeit ist sicherlich ein besserer Weg, so sehe ich das. Wann ist denn der Mensch bereit, endlich mal seine Pforten loszulassen und einfach mal sein Sein leben darf, statt immer dieses mit dem Finger zeigen? Das sind ja starke Problematiken, die wir in dieser Welt beobachten. Wie siehst du denn das? Ja, wir sind Teil der Evolution und ich meine, gerade wenn wir vorher die Hexenverbrennungen besprochen haben, dann sehe ich schon, also der C.G. Jung sagt, das ist ja schon Evolution, passiert ihm auch in Spiralen, die haben wir ja schon einmal gehabt und aus einer gewissen Perspektive mag es so aussehen, als würden wir uns die ganze Zeit im Kreis drehen, aber aus einer anderen Perspektive sehen wir, dass wir auf einer Spirale nach oben wandern und gerade wenn wir uns jetzt die Hexenverbrennungen anschauen, dann ist es natürlich viel, viel angenehmer, wenn man nur im
Internet geflamed wird als tatsächlich auf einem Scheiterhaufen, weil das schalte einfach aus. Und ich meine, zum Beispiel, ich habe völlig aufgehört, mich selbst zu googeln, weil da kriege ich nur Bauchweh. Aber das Tolle ist, ich schalte einfach den Computer nicht ein und gebe meinen Namen nicht ein und schon ist der Scheiterhaufen entfernt aus meinem Leben. Und so glaube ich schon, dass wir als Menschheit gemeinsam an einen Weg gehen. Und da dürfen wir uns eben auch nicht auseinander dividieren lassen. Und gerade Menschen, die halt sehr viel Ängste haben, das ist halt dann auch wichtig, dass man nicht in Resonanz damit geht und halt auch mit Verständnis dran arbeitet und das halt auch als notwendigen Teil dieses Evolutionsprozesses sieht. Also gerade die Skeptiker zum Beispiel, also die Menschen, die mich jetzt und meinen Film am meisten bekämpft haben, ich habe immer versucht, sozusagen das aufzunehmen, was die mir zuwerfen an Bällen und dann halt auch möglichst positiv zu integrieren, auch wenn das schwer fällt. Aber wir leben heute in einer polaren Welt, wo es Licht und Schatten gibt. Und das gehört dazu. Und gerade der Schatten macht natürlich auch das Licht dann besonders interessant und auch spannend. Also das Leben auf der Erde. Und oft gibt es so in spirituellen Kreisen halt so die Thematik, dass die Menschen immer nur eben das Licht, 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 Licht sehen. Aber wir sind eben auf der Erde geboren als in diese polare Welt. Und es ist ihm auch wichtig, den Schatten anzunehmen. Also keine Angst haben vor dem Schatten, sondern ihn liebevoll zu integrieren, sage ich einmal. Und das können wir auf allen Bereichen durchgehen, egal ob das jetzt irgendwie auf der geistigen Ebene ist oder jetzt tatsächlich bei Menschen, die halt den Schatten in uns wecken. Ja, der Schatten gehört zum Leben dazu, ganz klar. Ne? Die Polarität. Ich möchte nochmal hinweisen, man hat ja auch festgestellt, weil heute Abend das Thema auch Meditation war, das verurteilen ja auch noch immer wieder viele Menschen. Jedoch kann man es eigentlich gar nicht mehr verurteilen. Schüler haben ja auch meditiert und bringen viel bessere Leistungen. Wenn man es jetzt in der 3D-Welt betrachtet, wenn jemand meditiert, kommen die Leistungen der Schüler wieder höher. Sie haben ein besseres Gefühl. Also das kann man ja gar nicht wegradieren, wenn man das mal von der Seite sieht. Absolut. Obwohl man muss jetzt eben auch dazu sagen, dass gerade die Meditation ist mittlerweile rehabilitiert, genauso wie das Fasten. Also ich kann mir ja zum Beispiel beim Fasten nur erinnern in den 2000ern, wie ich die Interviews gemacht habe, am Anfang war das Licht. Da haben mir noch praktisch alle Ärzte gesagt, Fasten ist entweder nutzlos oder schädlich. Und damals hat es schon die Forschungen an der Autophagie gegeben, nur die sind noch nicht in den Mainstream durchgedrungen. Und dann hat es 2016 den Nobelpreis für die Erforschung der Autophagie gegeben, für die Erforschung des Fastenphänomens Autophagie. Und plötzlich haben es alle gewusst. Und mittlerweile traut sich kaum noch jemand zu sagen, dass Fasten schädlich wäre. Und glücklicherweise ist es eben auch so bei der Meditation. Es gibt mittlerweile derartig viele Studien, dass Meditation, egal ob das jetzt im Bereich von Körper, Seele oder Geist ist, positiv wirkt, dass es da auch noch kaum noch jemanden gibt, der es wagen würde zu sagen, Meditation ist ein Blödsinn. Und da sieht man eben auch schon die Dynamik der Wissenschaft, dass sich sowas dann tatsächlich auch ändern darf und passiert. Und das hilft natürlich dann auch gesamtgesellschaftlich, weil natürlich die Wissenschaft hat mittlerweile die Rolle der Kirche übernommen. Und so wie halt dann früher eine päpstliche Enzyklika der Grund war, warum sich die Gesellschaft geändert hat, ist es eben heute beim Nobelpreis so. Also wenn es für etwas einen Nobelpreis gibt, dann ändert sich die Wissenschaft. Und das Schöne ist, dass so die ganzen Nobelpreise der letzten Jahre genau in die richtige Richtung gehen. Also 2016 Autophagie, 2017 für die innere Uhr. Und das zeigt ja eben, das ist das, was mir eben auch so wichtig ist, zu verstehen, dass wir eben nicht Maschinen sind, dass wir prinzipiell anders funktionieren als Maschinen, dass wir eben Organismen sind. Organismen funktionieren in Zyklen, die im Schlaf, Wachphasen und so weiter. Und da tut sich schon viel auf wissenschaftlicher und auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und das macht einfach sehr, sehr viel leichter.
Schön, danke. Wir haben noch einen Gast, bevor wir in die Musikpause gehen. Das ist der Marc Wahle. Marc Wahle, einen wunderschönen guten Abend. Und ich hoffe, du bist beim Thema heute Abend. Und ja, dein Mikrofon. Ja, also es hat sich doch bewährt, nicht nur beten, sondern meditieren und vielleicht auch mal versuchen, den Pfad nach Santiago de Compostela, den habe ich auch genommen, und auf dem waldnahen Grundstück im Gebirge in Frankreich lege ich mich hin auf ein Grundstück und liege da fast 3 Tage lang und nehme nichts mehr zu mir. Also ich wollte mich eigentlich hinlegen, um, naja, Sie wissen schon, nicht mehr dem Zeitlichen zu segnen. Und da kam eine Stimme aus den Baumästen, die schnippte, die eine unsichtbare Hand, und sagte Saft, und dann hatte ich Wasser im Munde. Und man ließ mich gar nicht gehen in Frankreich. Also das ist so mit dem Essen und Trinken müssen, ist dann mir dann auch erklärlich gewesen als, ja, Kreislauf, dem man anteilig ist. Lieber Marc, hast du eine Frage an Herrn Straubinger zufällig? Ja, es würde mich interessieren, ob die Dimension, in der wir jetzt sind, und die Schlafwelt, ob es da irgendwas gibt, wie man seine Träume verbessern kann. Naja, es gibt ja das Punkt, die luzide Träumen. Also es macht schon sicher Sinn, auch mit diesen Astralwelten zu arbeiten. Die Meditation ist meiner Ansicht nach jetzt der andere Bereich. Ich sage immer, es gibt ja den schönen Spruch, beim Beten sprechen wir mit Gott und beim Meditieren spricht Gott mit uns. Beides macht jetzt auch Sinn, also jetzt auch so das bewusste Arbeiten mit dem Unterbewusstsein macht natürlich Sinn. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also egal, ob das jetzt die Traumarbeit ist, NLP, Affirmationen, positiv denken. Also das macht alles Sinn. Aber die Basis von allem ist meiner Ansicht nach die Meditation. Also in dem Sinne, dein Wille geschehe. Also nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Also dass ich einfach diese Ordnung, diese unendliche Weisheit, die Intelligenz aus dem Bereich der Transzendenz einfließen lasse. Und das hat für mich, also ich meditiere jetzt seit 20 Jahren zweimal täglich, und das hat mein Leben einfach auf allen Ebenen unendlich verbessert. Und es verbessert das Leben vor allem dahingehend, dass man eben diese Polaritäten der Welt mit Leichtigkeit nehmen kann. Weil wir sind natürlich als Menschen diesen Polaritäten unterworfen, aber gleichzeitig auf der Ebene des Bewusstseins, die oft vernachlässigt wird oder was manche Menschen eben überhaupt nicht wahrnehmen, auf dieser Ebene ist eben Licht und Schatten gleich wichtig, weil das halt das Drama auf dieser Erde ist, das wir spielen und an dem, in dem wir uns selbst erfahren dürfen und in dem sich eben auch die kosmische Intelligenz selbst erfahren darf. Und darum ist es so wichtig, dass wir das eben dahingehend erfahren, dass wir das nicht über das Ego beeinflussen wollen. Aber es ist auch durchaus legitim, dass wir eben gewisse Dinge über das Ego beeinflussen. Also ich sage immer, es ist legitim, dass wir Dinge unternehmen, um Erfolg zu haben, um gesund zu sein und so weiter. Und die Meditation ermöglicht uns aber eben auch, die Krankheit, den Misserfolg und so weiter, diese ganzen negativen Dinge mit Leichtigkeit zu nehmen und vor allem daraus zu lernen. Weil gerade aus dem Schatten, aus dem Misserfolg, der Krankheit, die bringen am allermeisten für unsere Evolution. Aber die sind halt so schwer zu nehmen, und da hilft eben die Meditation, dieser Aspekt des Dein Wille geschehe. Ja, Marc möchte noch kurz antworten, dann gehen wir in die Musikpause. Bitte, Marc. Ja, ich hätte gern gewusst, ist Yoga ein Weg? Erstens, zweitens hätte ich noch eine Frage gehabt. Was war der Wegentscheid weg von der, sage ich mal, schulmedizinischen oder üblichen Wegart wegzugehen und dann in die, wie soll ich sagen, Spiritualität vielleicht zu schnuppern? Also bei mir jetzt, meinst du? Ja.
Also das war ziemlich langer Weg bei mir. Also es hat einerseits eben bewusstseinserweiternde Erfahrungen gegeben, aber eben auch aus vom rationalen Weg. Also eben C.G. Jung gelesen, eben immer sehr für Biologie und Psychologie interessiert. Und wenn man aus der Schule rauskommt, also ich bin in Biologie und Psychologie maturiert mit sehr gut und bin aus der Schule rausgekommen und habe geglaubt, ich habe jetzt die Welt verstanden. Aber das Spannende ist ja dann eben, wenn man das genauer hinterfragt, dann sieht man eben, das sind einfach nur Narrative, das sind Geschichten, die uns erzählt werden. Und ich glaube, der Heisenberg hat gesagt, eben, wer den ersten Schluck vom Glas der Wissenschaft nimmt, wird Atheist. Wer es ganz austrinkt, muss sozusagen an Gott glauben, weil uns eben bewusst wird, dass wir praktisch nichts wissen. Und wie unendlich groß dieses Mysterium des Lebens ist. Und das kann man natürlich eben auch dann sich rational eröffnen und so wie Wittgenstein sagt, worüber man nicht sagen kann, darüber soll man schweigen. Und C.G. Jung und viele andere gescheite Geister haben ja auch etwas in die gleiche Richtung gesagt. Und ja, der Rupert Sheldrake, weil den hat die Burgi Sedlak ja auch vor kurzem zu Gast gehabt wieder. Da habe ich Anfang der 90er Jahre Denken an den Grenzen des Undenkbaren gelesen. Und ich finde, der Rupert Sheldrake ist da ein wunderbarer Geist, der die Wissenschaft mit den eigenen Techniken entzaubert und wo man auch als absolut rationaler Mensch einfach dann sagen muss, ja, das sind nur Geschichten, die uns da erzählt werden, die für gewisse Bereiche der Realität funktionieren, aber sicher nicht für die ganze Wirklichkeit. Da hätte ich eine letzte Frage. Nach der Musikpause oder vorher noch? Vorher noch. Dann legt mal los, schnell. Es gibt Standardsätze, die legen sich dann bestimmte Berater oder ja, bekannte Leute zu. Haben Sie einen Lieblingsstandard-Slogan oder Satz, den würde ich gerne transkribieren? Lächle und wisse, alles ist gut, so wie es ist. Super, das sind gute Worte. Und jetzt gehen wir in die Musikpause. Ich möchte noch mal in eigene Sache kurz hinweisen. Morgen ist der Viktor Heidinger bei uns. Und da heißt es Beziehung zwischen Mann und Frau. Er ist momentan auf Seminar, sonst hätte er mir den Sendetext schon geschickt. Er wird heute Nacht bzw. morgen Vormittag sicherlich bei uns im Sendeplan eintreffen. Wie gesagt, Beziehung zwischen Mann und Frau, Viktor Heidinger, morgen ab 20 Uhr hier. Und jetzt haben wir den zweiten Song und den hast du auch mitgebracht, lieber Peter. Und da heißt es, Mensch möchte bleiben von Wolfgang Ambros. Ich habe das vor kurzem wieder mal gehört und ich habe mir gedacht, dieser Songtext, der ist Anfang der 70er Jahre geschrieben worden, der ist aktueller denn je. Ja, Mensch möchte ich bleiben, Wolfgang Ambros. Und ich denke, das sollten wir alle sein und nicht immer nur Nummern sein in unserer heutigen Konsumwarengesellschaft, so sage ich. Und jeden Tag sehen wir, da sind Medien und da wird hergerissen über etwas. Ja, ist ja wie ein Kindergarten, sage ich immer. Wann werden wir mal erwachsen? Alles erwachsene Kinder. Ja, und da dürfte der Reifeprozess in unserer Menschheit auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. In den Spitälern, ich bin ja als Pfleger viel unterwegs gewesen, da ist man wirklich eine Nummer und das ist irgendwo traurig. Da sollten wir doch mal wieder im Mensch werden dürfen. Ja, ihr seid in der Sendung mit Peter Arthur Straubinger und heute heißt das Geheimnis des Lichtes, das letzte Drittel, sage ich jetzt mal, ist hier begonnen, liebe Zuhörer. Ich sehe, der Thomas ist da, der Burkhard, die Elfi, der Frank, der Jenne. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, kommt bitte in den Wartebereich rein. Und jetzt kommt meine Frage erstmal zum Peter direkt. Peter, das Geheimnis des Lichts, haben wir heute etwas noch nicht angesprochen, das, was vielleicht noch wesentlich und essentiell wichtig ist für die Sendung heute Abend? Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Bereiche. Also ich finde eben die Meditation, da kann man sicher noch viel ausführlicher reden, weil das eben genau einen Bereich in uns anspricht, den die Maschinen eben nicht haben. Also der Grund, warum ich diesen Songtext von Wolfgang Ambros so aktuell finde, ist, weil wir eben an so einem Scheideweg sind derzeit, wo wir einerseits immer mehr
zu Maschinen werden, immer mehr sozusagen mit den Maschinen zusammenwachsen, immer besser funktionieren sollen. Aber auf der anderen Seite zeigt uns dieser Weg eben auf, also der künstlichen Intelligenz, dass Computer eigentlich alles, was wir in der Vergangenheit versucht haben, besonders gut zu machen, viel besser können als wir. Also alle klassischen Bereiche der Arbeit, also was wir in der Vergangenheit als klassische Arbeit bezeichnet haben, können bald Computer und Roboter viel besser wie wir. Und die Chance, die darin liegt, also es gibt da eben jetzt sozusagen den dystopischen Weg, also es gibt ja den schönen Spruch so 1984, wo er eigentlich als Warnung gedacht und nicht als Gebrauchsanweisung, aber genau dahin bewegen wir uns in gewissen Bereichen oder Matrix oder es gibt ja dort noch einige Terminator und so weiter. Also es gibt diesen dystopischen Weg, der uns offen steht, aber gleichzeitig, und das finde ich ihm so wichtig, gibt es ihm auch den utopischen Weg. Und wir als Menschen haben das in der Hand, das zu verändern gemeinsam, denn die Maschinen können uns all das abnehmen, was wir in der Vergangenheit eben, was uns so lästig war, was so mühsam war, diese ganze klassische Arbeit können die Maschinen für uns erledigen und wir dürfen uns endlich den Dingen widmen, die uns wirklich als Mensch ausmachen. Also eine Maschine kann keine menschliche Berührung herstellen. Eine Maschine hat keine feinstofflichen Energien. Eine Maschine hat keine menschliche Seele. Und diese Dinge dürfen wir jetzt wirklich entwickeln und all das, wo wir in der Vergangenheit daran gehindert worden sind oder was unterdrückt worden ist, auch in den Schulen. In den Schulen werden wir immer eigentlich nach wie vor zu Maschinen ausgebildet, um möglichst gut zu funktionieren. Und unsere Gesellschaft darf sich da in Zukunft in eine völlig neue Richtung entwickeln. Und das gemeinsam zu imaginieren, ist, glaube ich, eine große Chance für unsere Gesellschaft. Also diese menschlichen Aspekte, das, was uns wirklich als Menschen ausmacht, zu verstärken. Ja, ich sehe schon, ihr flackert alle mit dem Mikrofon, ihr kommt alle noch dran, alle in der Ruhe. Ich wollte jetzt erstmal noch dem Peter nochmal dazu sagen, was wir heute vergessen haben, und deswegen ist es ja auch die Redezeit. Und jetzt kommt ja auch gleich dran, natürlich. Wir kommen nämlich bald auf die 22 Uhr zu. Ich denke mir, es wird vielleicht ein bisschen überzogen werden können. Und wir wollen ja einen runden Abschluss hier auch haben. Ja, der Marc wollte direkt was sagen, Naturdesign. Und ich gebe Marc jetzt das Mikrofon. Und das sind eigentlich auch schon bald die letzten Worte für euch heute Abend. Ihr könnt ja ein Resümee auch geben, wie es euch gefallen hat oder noch Nachfragen gemütlich ausklingen lassen, heißt das hier auf OKTalk. Und Marc, ich gebe dir mal das Wort. Ja, also bei mir sind so schöne Träume die Baustelle, ne? Und ich war also an einem Traum in einer Pastellwelt. Da gibt es kein Feuer, keine Arbeit. Und als ich da im Kreis sitze mit den anderen Pastellwesen, will ich arbeiten und erwache im Bett, und dann sagt mir eine Stimme nur: Siehst du, das ist der Grund, warum du hier bist, weil du immer arbeiten wolltest. Und dann musste ich eben erwachen. Ne? Also es gibt verschiedene Zugänge im Traum, da möchte ich hinarbeiten. Wunderbar, und du wirst deinen Weg schon finden, lieber Marc. Naturdesign, bitte. Ja, ich habe dann nochmal eine Frage zu dem Herr Straubinger bezüglich den Maschinen. Maschinen sind genauso aus Atomen und Molekülen wie wir Menschen auch. Und wenn ich an Jakob Lorber denke, der besagt, dass also das Atom das kleinste Tier ist und auch eine gewisse Intelligenz hat, ist meine Erfahrung, dass Maschinen auch einen eigenen Willen haben. Und ich sehe das auch noch ganz anders. Ich sage immer, Wasserstoff ist die Brückenverbindung vom ursprünglichen Licht zum physischen Leben auf der Erde. Und ich sehe auch alle Materie als eigentlich als Licht beziehungsweise als sich selbst gehörendes Allgemeingut. Und Allgemeingut kann man nicht als Eigentum bezeichnen. Das heißt, wir Menschen haben eigentlich kein Recht auf Eigentum. Und das ist das eigentlich, was wir in dieser Zeit leben, dass wir das erkennen, dass
wir, wie du auch schon am Anfang gesagt hattest, wir eigentlich ein großes Ganzes einem lebenden Erde gehören oder angehören oder Teil oder Organ von dieser lebenden Erde auch sind. Und dass, wenn wir irgendwo was wegnehmen, uns auch letztendlich selber schaden. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen und was wir feststellen müssen in der Zukunft oder in der jetzigen Zeit, auch für die Zukunft, dass wir eigentlich von gewissen Dingen loslassen müssen, die Rechtsanspruch auf Eigentum bedingen. Ja, das ist sicher eine große Herausforderung. Grundsätzlich möchte ich ja sagen, ich gebe da völlig recht, also dass ihm auch in der sogenannten unbelebten Materie natürlich Bewusstsein ist. Also Bewusstsein ist überall. Das Besondere an der menschlichen Seele ist, glaube ich, schon, es gibt ja in der Bibel diesen schönen Spruch, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, dahingehend, dass wir uns eben für etwas oder gegen etwas entscheiden können und uns in dieser Entscheidung selbst erfahren können. Also diese besondere göttliche Selbsterfahrung ist eben, glaube ich, dem Menschen inne, und das ist auch unsere besondere Aufgabe hier auf dieser Welt. Und ja, die Maschinenintelligenz, manche bezeichnen sie auch so etwas wie Aliens, und was da auf uns kommt, das ist sicher sehr, sehr spannend und wird für die Menschheit eine Herausforderung, aber kann auch eine sehr große Chance sein. Das sehe ich auch so. Eine große Chance haben wir schon sicherlich, aber man darf es nicht so unterschätzen. Transhumanismus, ja, ich könnte jetzt schon wieder loslegen, wo man dann in Angst geht, aber das lassen wir jetzt mal, das passt heute Abend hier nicht rein, wollen wir nicht. Ja, Naturdesign, wie hast du den Abend für dich empfunden und hast du noch was Wichtiges vielleicht für diesen Raum, den du noch loswerden möchtest? Ja, ich möchte nochmal an die Tiere und Pflanzen denken, dass die auch eigentlich nur von Licht und Luft und Wasser leben und auch nicht so viel essen müssen, wie wir es eigentlich tun, und dass es alles ein Gewöhnungsprozess sind. Und überhaupt alles sind eigentlich Wandlungsprozesse von Energien, und Licht ist Energie. Und es gibt nur drei Formen von Wandlungsprozessen, das ist Leben kreieren, Leben regenerieren und Leben minimieren. Und wenn wir eigentlich als lebende, bewusste Wesen darauf achten, dass wir eigentlich nur noch Wandlungsprozesse machen und tun, die Leben kreieren und regenerieren, dann sind wir eigentlich auf einem guten Wege. Dankeschön. Peter, magst du noch was dazu sagen? Ja, sehe ich grundsätzlich auch so. Es gibt also da Viktor Schauberger, Tesla und so weiter, die sprechen eben von den aufbauenden, von den abbauenden Prozessen, beides gehört zusammen. Und was ihm jetzt das Essen betrifft, sage ich auch immer, diese großen Mengen an Essen, die wir zu uns nehmen, an fetten, schwerem, süßem Essen, essen wir für unseren Emotionalkörper primär, im Sinne einer Droge. Das schädigt unseren physischen Körper eigentlich eher. Und wir haben ja auf unserer Erde ein massives Problem der Überernährung. Also obwohl es gleichzeitig noch Hunger gibt, leiden laut WHO 2,2 Milliarden Menschen an den Folgen der Überernährung, weil sie eben Essen als Droge missbrauchen eigentlich. Aber da muss man eben auch sagen, das hat halt damit zu tun, weil wir funktionieren müssen. Also das ist jetzt ein eigenes Thema, da kommen wir heute wahrscheinlich nicht mehr dazu, aber das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Seminar, weil damit kämpfen ja viele Menschen, dass sie eben nicht loskommen gescheit von dieser Droge Essen. Also natürlich hat Essen auch einen physisch nährenden Aspekt, aber die Frage ist, wie kann ich mich von diesem suchthaften Essverhalten oder von Süchten generell befreien? Und das ist immer ein wichtiger Aspekt, weil das hilft uns sowohl im physischen Bereich als auch im psychischen Bereich. Aber wir müssen halt in unserer Gesellschaft, oder wir glauben, dass wir das müssen, funktionieren. Und darum nehmen wir dann eben Substanzen zu uns im Sinne einer Selbstmedikamentation. Und da ist eben die große Frage, wie kann ich mich davon befreien? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Lieber Peter, was ist genau so ein bisschen die Stand, also die Thematik in deinem Seminar? Vielleicht magst du noch ein paar Punkte ansprechen, denn die Menschen dürfen dich ja da auch aufsuchen, damit das auch ein erfolgreiches Seminar wird. Wollen wir da auch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Was erwartet die Thematik her in Salzburg den Menschen? Also im ersten Teil
Das Thema ist Lichtnahrung, aber da geht es eben nicht nur um die Frage, um diese ganz extremen Fälle, die wir natürlich auch beschäftigen und was ich erlebt habe im Zuge des Drehens, aber eben auch um die große Frage der non-kalorischen Ernährung, um die Frage des suchthaften Essverhaltens und wie ich mich davon befreien kann. Und da gibt es unterschiedliche Aspekte dabei, also einerseits eben, welche Perspektiven ich auf das Essen habe, mich von Glaubenssätzen zu befreien. Ganz ein wichtiger Teil wird dann eben auch am ersten Tag sein, eben die Meditation, weil uns die Meditation eben gerade in diesem Bereich von suchthaften Mustern befreien kann und unser Leben eben generell auf vielen Bereichen, in vielen Bereichen verbessert. Dann eben das Licht des Lebens, die Lebensenergie ist eine wichtige Frage. Du hast eben auch schon ein paar Bereiche erwähnt, der Klaus Volkhammer. Ich habe dann auch immer wieder Interviews dazwischen, also von meinen langen Recherchereisen. Also es werde nicht nur ich sprechen, sondern eben auch andere Experten und Protagonisten. Da habe ich dann eben auch Meditation zum Beispiel, wie wir unsere endokrinen Drüsen positiv beeinflussen können, weil wir eben, wie gesagt, unseren Körper einerseits stofflich positiv beeinflussen können, aber eben auch geistig. Und die endokrinen Drüsen, das sind eben so die Missing Links zwischen dem Lichtkörper und dem physischen Körper. Also das wird auch ein Punkt sein. Im Mittel des Lebens geht es ihm um die Lebensenergie und am zweiten Tag dann geht es ihm auch in den Bereich Meister des Lichts um die übernatürlichen Fähigkeiten. Das ist dann in meiner Sicht sehr spannend, weil ich da eben auch wieder viele Deleted Scenes zeige. Also am Anfang war das Licht, wo man eben die erwähnten Aufnahmen aus China sieht, die Interviews mit dem Hal Puthoff, mit dem Dean Radin von Project Stargate. Aber wir beschäftigen uns dann eben auch mit den alltäglichen übernatürlichen Fähigkeiten und was wir da alles haben und wie wir die entwickeln können. Super tolle Information. Karten kann man sicherlich auch beziehen. Ich vermute, Burgi, über eure Homepage, deine Homepage oder auch bei Peter, bei dir über die Homepage. Mag da jemand uns Infos geben? Wer sich interessiert für dieses Seminar, der findet alle Informationen auf der Webseite www.prana.at und kann sich auf dieser Webseite auch anmelden dafür. Super, danke für die Information. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zum Marc und dann zum Germane, dann zu dir nochmal, Burgi und der Alexander. Das sind so ein paar Abschlussworte für heute Abend, vielleicht noch eine Fragestellung kurz. Und Marc, wie hast du dich denn heute Abend hier gefühlt? Dein Wort, dein letzte Wort ist für diese Sendung zumindest. Hervorragend. Also ihr macht einen sehr guten, kompetenten Eindruck. Auch die Website ist veranstaltungseinladend, sagt der Jungbrunnen-Effekt. Ja, da ist viel Know-how, das man selten wahrscheinlich antrifft. Also ich sage mal, einen schönen Tag noch da, ja? Aus Bayern. Dankeschön. Ja, danke dir, lieber Marc. Und dann gehen wir zum Armin rüber. Armin, ja, alles kann man sicherlich nicht behandeln an diesen 2 Stunden. Jedoch hoffe ich, dass dir der Abend auch ein wenig mitgegeben worden ist. Und deine Worte, vielleicht hast du ja auch noch eine Frage, Anregung, bitte. Der Abend selber hat mir sehr gut gefallen. Wirklich sehr, sehr kompetent und interessant, auch auf themenfremde Fragen wirklich gut geantwortet. Was mich noch interessieren würde, ist bezüglich dieser übernatürlichen Fähigkeiten. Hast du da direkt Dinge filmen können und sehen können oder war es dann eher mehr vom Hörensagen? Also zum einen habe ich Aufnahmen von den Professoren dort bekommen. Teilweise habe ich auch selbst Dinge filmen können, also zum Beispiel was das Beleben von Materie betrifft. Also es gibt eben so G-Meister, die getrocknete, fast tote Samen wiederbeleben, was unglaublich spannend war zu sehen. Und was fast noch spannender ist, finde ich dann eben diese wissenschaftlichen Untersuchungen im Institute of Noetic Sciences, also die ja ganz bewusst erforschen, ob es diese alltäglichen
übernatürlichen Fähigkeiten gibt, also sowas wie Precognition, also ich habe gewusst, dass das passieren wird, oder Telepathie oder dieses Feeling of being stared at. Und das ist unglaublich spannend, wie die das mit wissenschaftlichen Methoden erforschen und wie sie dann zu glasklaren Ergebnissen kommen. Ja, das existiert. Es lässt sich statistisch signifikant fassbar machen. Ja, es ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, auch die Aussage zum Beispiel von dem Dieter Pörs, dass er eben direkt schon gesehen hat, wie Menschen Dinge in ihren Händen manifestieren. Und da gibt es, muss es wohl direkt Schrank geben, wo diese Dinge dann aufgehoben werden. Und wenn man dieses, also den Schrank öffnet und die Dinge dann einfach in die Hand nimmt, kennt man keinen Unterschied. Die funktionieren auch genauso. Und es freut mich, dass es einfach, dass alles wahr ist, was ich einfach so gedacht habe. Und das ist Dankeschön. Danke dir auch. Ja, danke dir, Armin. Und dann haben wir die Burgi. Burgi, ein Abend, auch für dich. Gut 2 Stunden. Wie hast du denn den Abend für dich wahrgenommen? Und vielleicht gibt es ja auch eine Frage an Peter noch. Na, ist die Burgi nicht da? Für mich waren die 2 Stunden sehr schön, sehr informativ, sehr lehrreich. Sehr viele Dinge, von denen der Peter gesprochen hat, sind mir bekannt, habe ich selbst erlebt. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf Sie kommen nach Salzburg und danke dir, dass du den Peter eingeladen hast. Ich danke dem Peter, dass auf alle Fragen so schön eingegangen ist. Ja, und mein Schlusswort, das Leben ist schön und voller Geheimnisse. Und da muss ich ein Juhu sagen. Einfach tolle Worte, Burgi. Das waren noch Blumen für dich, Peter. Vielen Dank, Burgi. Und ich freue mich sehr auf Salzburg, wenn wir uns sehen. Danke dir. Ja, und dann haben wir den Alexander noch in der Runde. Den haben wir schon lange nicht mehr jetzt gehört. Alexander, du hast sicherlich Notizen gemacht und auch für dich gemütlicher Ausklang. Wie hast du den Abend gefunden? Hast du noch ein Thema, was du ansprechen möchtest? Bitte. Ja, das war natürlich ein sehr, wie schon gesagt, sehr informativer Abend, fand ich sehr interessant. Zum Thema künstliche Intelligenz fiel mir noch ein, dass ich vor kurzem erst gehört habe, dass es in ein Handyhersteller, da soll es inzwischen schon so sein, dass die Lagerangestellten schon keinen Chef mehr haben soll, sondern da soll bereits schon eine KI den Menschen sagen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben, fand ich sehr interessant. Letztendlich muss ich aber sagen, also ich habe mir dann doch nochmal Gedanken drum gemacht, letztendlich muss ich sagen, bei all dem, was jetzt gerade passiert, bin ich der Meinung, dass das gut ist, dass das passiert. Gerade auch diese Dinge, die wir als schlecht bezeichnen, oder die dunklen Dinge, wie auch immer. Ganz einfach deswegen, damit die Menschen die im Prinzip eigentlich schon aufwachen wollen, merken, dass das eigentlich, dass es eigentlich nur eine Wahl gibt, rein theoretisch. Ne? Also letztendlich dient all das einfach nur dazu, dass die Menschheit als Ganzes erkennt, wer sie wirklich ist und da die Menschheit aus einzelnen Individuen besteht, betrifft das natürlich auch jeden Einzelnen. Und dementsprechend möchte ich auch nochmal sagen, ich könnte da noch viel mehr zu sagen, aber ich wollte sagen, lieber Peter, das war eine sehr interessante Sendung, sehr informativ. Ich finde auch, dass das sehr kompetente Aussagen sind. Finde ich sehr klasse und ich wünsche dir natürlich für deine weitere Arbeit alles Gute, dass du noch viele Menschen erreichst und aufklären kannst und dass die Menschen, dass für die Menschen dieses Thema Lichtnahrung und Licht an sich und wer wir wirklich sind, dass du deinen Beitrag dafür geben kannst, dass den Menschen das nicht mehr so fremd ist und vor allen Dingen, dass es eben kein Geheimnis mehr ist, dass das Geheimnis keines mehr ist und dass es im Grunde genommen zum normalen Denken der Menschen dazugehört. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, dass du deinen Beitrag dazu leisten kannst. Alles Gute und danke für dein Sein und dein Tun. Danke, Alexander, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und auch das ganz am Anfang, finde ich, das ist alles Teil dessen, dass wir uns als Menschheit gemeinsam
erkennen und erfahren. Und auch wenn das teilweise ganz, ganz furchtbar erscheint, es ist eine große Chance für uns. Und ja, we are in this all together und wir können nur daraus lernen. Ja, danke, danke, danke. Ich brauche gar nichts mehr dazu sagen, weil das waren schon eigentlich auch Abschlussworte von mir. Es kommt noch ein Danke auch aus dem Zuhörerraum von einigen Usern hier. Und ja, Peter, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das Geheimnis des Lichts sind mir ein wenig näher gekommen und ich wünsche mir auch, dass das Geheimnis irgendwann mal ganz gelüftet wird. Ich denke, dass der Mensch schon diese Fähigkeit besitzt, mehr und näher an den Ursprung zu kommen. Die Philosophie darf niemals sterben, möchte ich hier nochmal hinterlassen. Wir sollten einen offenen Geist, Transparenz schaffen zu unter den Menschen. Aufrichtigkeit bedeutet Augenhöhe immer zu haben. Mein Wort heißt immer, kein Mensch hat die Befugnis, sein Gegenüber zu sagen, was es denken soll, handeln soll, tun soll, machen soll. Das ist respektlos, wenn man das wieder tut. Natürlich, man sollte sich an gewisse Regeln halten. Ne? Da braucht man gar nicht drüber reden. Wenn eine kriminelle Handlung gemacht wird, ist das natürlich nicht gut. Jedoch darf man auch wieder hinterfragen, warum jemand kriminell wird. Aber das wird oft nicht beantwortet. Wir sind in einer Entwicklungsstufe, wir Menschen. Ich sage, wir Menschen sind erwachsene Kinder. Und wir dürfen aus der Pubertät mal langsam rauskommen und endlich mal dieses Hallo wach mal erkennen und mit Reife etwas vorleben und Transparenz schaffen, so dass wir gemeinsam eine bessere Welt wieder vor uns finden, wie sie momentan zumindest ist. Das sind so meine Worte, lieber Peter. Natürlich danke an dir in deiner Zeit. Ich wünsche dir natürlich für deinen Kongress, deinen Workshop auch wieder viele Menschen, die auch ihren Thematiken wieder näher gebracht werden. Denn die Menschen, die zu dir kommen, sind ja auch interessiert und tauchen ja auch ein für den mit dem offenen Geist. Mir hat's sehr viel Freude gemacht, lieber Peter. Vielleicht hast du gleich noch 5 Minuten Zeit, im Nachtalk noch hereinzukommen. Es gibt Menschen, die trauen sich nicht immer, was zu fragen. Und bist du denn noch kurz nach der Sendung offiziell hier auf dem Surfer? Sehr gerne. Und vielen Dank, lieber Klaus. Es war mir ein Vergnügen und danke für die Einladung, gell? Ja, gerne, gerne. Und jetzt haben wir noch einen letzten Song, den kündigst du natürlich an, dann winken wir raus und morgen ist, wie gesagt, der Viktor Heidinger da, Beziehung Mann und Frau, und das sollte uns auch irgendwo alle interessieren. Peter, dein letztes Wort und dann darfst du DJ sein. Ja, das ist ein Song jetzt von der sogenannte Evening Song von Philipp Glass aus seiner Oper über Gandhi, und ich finde einfach Gandhi ein ganz, ganz großes Vorbild, wie man seine Ziele in einer Gesellschaft durchsetzt, nämlich eben nicht mit Krieg, sondern mit Frieden. Und der ist da wirklich eine große Information und eben das Lied gefällt mir auch sehr gut.